Ich mach das so, weißt du, das ist so mit so einem Schnipsen, also ich mach das nächste Mal, ich sag immer vegan und Schnips dabei und irgendwann, wenn ich die alle, hab ich die alle mit dem Schnipsen auf vegan getrimmt, pass mal auf. Ich mach auch Uri Geller, ich mache richtig Hypnose von, das ist eine richtige Studie, die ich hier mache, Pass auf, von Digga, Folge zu Folge. der Chris Bendermann schreibt hier im Chat. Chris, hast du schon einen veganen Lachs gegessen oder Ja, hab hergestellt? ich. Hab ich. Oder hergestellt? Wie stellt man denn selber veganen Also ich muss Lachs sagen, her, es Digga? gibt zwar einmal die Unterschiede. Es gibt einmal so industriell hergestellten veganen Lachs, den findest du auch auf veganem Sushi. Den finde ich nur so okay. Aber veganen Lachs selber herstellen, da gibt es geile Rezepte. Du machst das mit Möhren. Du schneidest Möhren hauchdünn, also wirklich hauchdünn in so ganz dünne Streifen. Und dann rührst du so dann rührst du so eine Marinade an aus, boah, ich weiß gar nicht, aus so verschiedenen Sachen. Und dann legst du die Möhrenstreifen in einen Tiefgefrierbeutel. Machst die Marinade da rein und legst das dann über 3, 4 Tage oder so in den Kühlschrank und dann werden die Möhrenscheiben ziemlich weich und elastisch und werden mit dieser Marinade durchzogen. Das schmeckt wirklich wie Ja, Lachs, dann sind aber. es halt marinierte Möhren, aber kein Lachs. Was ist das für ein Genau. Bullshit? Ja, Also, aber es schmeckt, Alter, es was, schmeckt und was, es ist. ja, aber was, ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich find das ja alles gut, Boah, ich finde Daniel, das auch bitte alles denk nach, super, bevor du etwas sagst, sonst denk nach, bevor du das sagst. aber dieser Bullshit, einfach Lachs Okay, nachzubauen, pass auf. dann nenn es marinierte Möhren und Okay, gut Daniel, ist. das ist der gleiche Schwachsinn, wenn du, ohne Scheiß, Daniel, ich halte viel von dir, aber es Ich war einer sag der doch gar nicht, dümmsten du sollst das Kommentare, die du nicht jemals essen. gesagt, nein, das war aber einer der dümmsten Kommentare, die du jemals gesagt hast. Das ist genauso, wenn du sagst, ja, warum sehen Dildos so aus wie Schwänze, Alter? Da kann man sich doch auch einfach den aus dem, Hä? ja, Alter, was redest du denn für einen Unsinn? man kann doch Dildos sehen Sachen, aus wie Schwänze, weil sie einen gewissen Zweck dahinter ja, Daniel, pass auf, erfüllen sollen. Aber pass ein auf, nein, nachgebauter Lachs ist lass mich ein mal ausreden. nachgebauter Pass Lachs. auf, Es Daniel, sind ich letztendlich erklär's dir Möhren, gleich, Daniel. marinierte Möhren. Ich Dann erklär's nenn sie auf doch dem einfach letzten. auch marinierte Möhren, Nein, ich verdammte erklär's Axt. dir gleich, damit Ich auch der rede dir doch letzte. gar nicht deinen veganen Lebensstil Pass auf, schlecht. Jetzt nein, komm mir doch nicht auf die ich möchte Schiene. ausreden, damit auch der letzte Vollidiot hier verstanden hat. So, pass Meine auf, Daniel. Nee, Fresse, du Alter. hörst mir jetzt zu, Daniel. Pass auf. Ja, es ist ein Unterschied, ob der Dildo eine Form hat, grob wie ein Penis, oder ob der wirklich mit Adern geformt ist in jedem kleinen Detail. Ja, weil Leute wollen die Sachen gerne haben, die sie schon kennen und die auch Der bewährt Vergleich sind. wird nicht Und besser so, gerade. nein doch, und so wie bei einem veganen Lachs niemand verletzt wird, so wird auch bei einem veganen Penis am Ende kein Herz gebrochen, weil da keine Liebe entsteht, verstehst du? So, und Ja. der vegane Lachs, und nein, warum, wenn man doch jahrelang Lachs isst oder Mortadella isst und so, und man möchte diese Sachen aber weiterhin, weil man den Geschmack mochte, weiterhin konsumieren, man möchte aber niemanden dabei töten oder verletzen oder dabei supporten, warum kann man sich dann nicht Dinge nachbilden, die so ähnliche Konsistenz haben und so ähnlich schmecken, damit man weiterhin diese Sachen hat, die man gerne isst, aber Ja, aber ohne dass halt irgendwer darunter leidet? ich habe doch gar nicht gesagt, dass man das nicht tun soll. Ich habe doch nur gesagt, ich find's bescheuert. Mehr habe ich doch Ja, gar nicht genau, aber gesagt. die Aussage von dir zeugt von wenig Intelligenz, Daniel. Was ist denn daran bescheuert, dass man sich Dinge nachzeugt, die genauso schmecken wie Dinge, die man gerne hat, ohne dass jemand dafür leiden Warum muss? zeugt eine eigene Meinung für dich von Intelligenz, von wenig Ja, Daniel, Intelligenz? nein, du hast dich jetzt gerade selber so da. Egal, Daniel, pass auf. Das Ding ist halt einfach. Du Ich hab. lässt dich halt total konditioniert triggern, sobald ich auch Nein, nur nein, 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 ansatzweise nein, nein. irgendwas gegen deinen veganen Ja, Lebensstil nein, sage. nein, Ich den habe du immer einfach nur aus, vorgibst. Deine Aussage war einfach Bullshit. aus Gag gesagt, es sind marinierte Möhren. So, Nein, und der Gag war was du davor. dann machst, du drehst sofort auf 180, fängst an, mich zu beleidigen, Nein, 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 ich nein, hätte nein, keine nein. Intelligenz Pass und auf, bla bla bla. Daniel. Sorry, Alter, das ist lächerlich. Das, Ich habe jetzt gerade auch wirklich keinen nein, Bock mehr, nein, darüber du zu kannst dich jetzt diskutieren. nicht Ohne fliehen, Scheiß. Daniel. Du kannst nicht fliehen, nein. Du hast vorher Ich gesagt, fliehe es auch ist nicht. Ich dumm, habe wenn nur man sich keinen Bock solche Sachen darüber zu nachbaut. diskutieren. Du hast auch, du findest Ja. es dumm, wenn man sich solche Sachen Ja, finde ich nachbaut. auch. Warum Ja, nenne ich genau. es nicht Und lecker du findest marinierte Möhren? das Argument, was ich. Ja, aber es geht ja darum, dass diese lecker marinierten Möhren nach Lachs schmecken. Darum geht es ja. Sonst könntest du ja auch irgend. Es geht ja um diesen Geschmack. Und es geht um Ja, diese dann sind es lecker Konsistenz. marinierte Möhren, die nach Lachs schmecken. Mit Ja, genau. Lachsgeschmack. Ja, genau, Genau. mit Lachsgeschmack. Ja, genau. Aber es wäre doch genauso, dann kannst du auch sagen, ja, warum heißen denn die veganen Nuggets Nuggets? Warum heißen die nicht vegane Knusperflöckchen? Einfach damit die Leute auch beim Einkaufen im Supermarkt die Sachen finden, die sie brauchen und wollen, aber dann halt auch direkt genau das Produkt haben, ohne den ganzen Leid und das, was sie verursachen wollen. Ja, Es Chris, ist ist. ja alles gut und schön, ist Darf ich aber auch für was mich trotzdem sagen? kein Grund, andere Leute als dumm zu bezeichnen. Darf ich auch was sagen? Ich habe ja auch noch Also mir ist Lachsersatz. aufgefallen. Ich esse den sehr gerne, den Lachsersatz. Den esse ich immer gerne auf Ei. Ja, Ist ein fischiger Lachsersatz, kein veganer was mir Lachsersatz. aufgefallen ist, ist, dass Veganer sehr oft sehr, sehr schnell getriggert sind. Unzufrieden Kenne ich auch so sind.
Nee, kenne ich auch so aus dem privaten Bereich, wenn ich Veganer treffe und ich sie darauf anspreche, was sie da essen oder so, oder ich irgendwie nicht, also nicht mal, ich finde es ja geil, ich finde es wirklich geil und ich würde, wenn der Chris irgendwie hier veganes Zeug anbringt, freue ich mich auch immer voll drauf und bin mal gespannt, wie es schmeckt. Aber sie sind echt extrem schnell getriggert so. Ja, Die total. Ja, weil, Alter, weil Das ich mich ist mit doch, so viel fangen sofort Bullshit an. Vor allen beschäftigen muss. Dingen, Chris, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, du weißt ganz ehrlich, wie oft ich dir schon gesagt habe, dass ich das genauso inspirierend finde, was du sagst und dass ich mir auch das alles zu Herzen nehme und auch die letzten Monate und immer wieder auch so Gerichte ausprobiere und auch versuche, mich da umzustellen und alles. Und ey, sorry, wenn ich dann hier einfach nur mal so einen Spruch raushaue, dann direkt so zu reagieren, Ja, weil du auch gesagt hast, es aggressiv, ist so dumm, sich sowas radikal. nachzubauen. Sorry. Aber ich, pass auf, Asozial. wir können jetzt Echt auch mal weiter. asozial. Nee, pass auf, weißt du, was ich Nee, das ist asozial finde? asozial. Du bezeichnest mich jetzt als radikal, weil ich bei so solchen Sachen auf die Decke und, nee, doch, unter die Decke gehe oder was? Du hast vorher noch gesagt, dass du es dumm findest, wenn Leute sich sowas nachbauen. Und damit hast du mich ja vorher sozusagen auch als dumm, dass das dumm ist, bezeichnet. Und gehst jetzt aber gerade, bist du ein Schneeflöckchen, weil ich dich danach auch als dumm bezeichnet habe, oder was? Nein, Da, da, da. ich habe dich nicht als dumm Du bezeichnet. hast, dass Ich es meine, dumm wie ist, sich oft, sowas nachzubauen. ganz ehrlich, wie oft lässt du Kommentare ab und überspitzt und bezeichnest Leute als irgendetwas? Ja, aber ja, Ja. aber du musst es dir Ja, auch aber nicht das ist sofort dann zu natürlich Herzen was nehmen, Daniel. anderes, weil Nein, nein, du darfst das nein, natürlich nein, machen. du musst es dir auch nicht zu Herzen nehmen. Ich nehme es mir auch nicht zu Herzen. Ja, Wir komm, dann sind lass mal immer, so jetzt ne? gut sein. Ja, Ist ist doch auch. alles gut. Aber ich möchte trotzdem nochmal erklären, warum sich Veganer halt einfach auch so viel triggern lassen. Das Ding ist halt einfach, ich bin jahrelang, habe ich mir die Augen davor verschlossen, mir zum Beispiel Dokumentationen anzugucken über Tierhaltung, über Schlachtung und den ganzen Prozess, weil ich genau wusste, wenn ich einmal sehe, wie das, ich habe nämlich geahnt, was abgeht, und wenn ich das einmal wirklich sehe, kann ich nie wieder in meinem Leben Fleisch essen. Und sobald du einmal in diesem Prozess drin bist, dass du dich wirklich damit beschäftigst, Alter, wie diese ganzen Tiere gehalten werden, was halt industrielle Tierhaltung überhaupt bedeutet, allein wie viel Soja diese Tiere fressen für die Großzucht, wie viel Wasser da verschwendet wird, wie viel CO2-Ausstoß und diesen ganzen Prozess, dann dieses ganze Ding, das macht dich einfach so wütend und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du es einfach nicht mehr nachvollziehen kannst, mit einem logischen Verständnis. Genauso wenig, wie ich es nicht nachvollziehen kann, dass Menschen noch Zigaretten rauchen, genauso kann ich nicht nachvollziehen, dass Menschen weiterhin einfach Milchprodukte, so Milch von einer scheiß Kuhtitte, Alter, oder irgendwie Fleisch konsumieren und das als Okay, pass normal auf, fassen wir es erachten, einfach nochmal weißt kurz du? Das, zusammen. ich Im Chat kann es halt einfach nicht mehr verstehen, Alter. stand's ja auch gerade schon ganz schön. Es war wahrscheinlich ein dummer Spruch von mir. Es sollte einfach nur witzig sein. Ich entschuldige mich damit vielmals. Mich triggert es auch Nein, nicht, brauchst du nicht, alles dass gut. Leute solche Gerichte so nennen und das nachbauen. Ich kann das sogar verstehen. Es war einfach nur ein dummer Spruch, Okay, es tut mir leid, Daniel. der Auch doof blöd von mir. angekommen ist. Und damit ist die Sache jetzt auch Ja, erledigt. ja. Und dann haben wir das jetzt auch. Ich will, ne, keine Ahnung, es tut mir auch leid, dass ich mich so schnell triggern lasse, aber es gibt einfach so, es gibt bei allen Sachen auf der ganzen Welt, da habe ich eine riesig hohe Bullshit-Grenze und kann mir auch richtig viel Schwachsinn anhören. Aber das ist einer dieser Ja, Punkte, wo aber ich Alter, einfach du so. kennst mich doch, du weißt doch, wie das gemeint ist. Ja, Alles ja Daniel, gut. ich nehme es dir auch gar nicht krumm, Daniel. Du bist mein Bruder, alles gut. Aber Lassen wir es alles macht auch, gut. es macht auch einfach manchmal Spaß, so zu diskutieren. Es macht auch einfach Ich manchmal Spaß, greife, ich greife, ein bisschen rauszuhauen, weißt ich greife auch immer nur Menschen, aber niemals Veganer. Ich bin vegan cool, aber die Menschen, die vegan sind, sind meistens sehr, sehr uncool. Das, das Dürfen wir Ding das ist so halt, hinstellen? Dürfen wir das so es ist voll hinstellen, in Ordnung. Chris? Es ist, ne, warte, es ist wirklich voll in Ordnung. Jeder, der hier Fleisch isst, soll er machen. Jeder, der Milchprodukte konsumiert, soll er machen. Das Problem ist, wenn ihr auf der Seite von mir steht, wo ich stehe, und dann euch mal teilweise, wenn es um irgendwie beispielsweise Rewe oder Lidl postet, ja, wir haben jetzt das im veganen Angebot und das im veganen, dann guckt euch mal die Kommentarspalte darunter an, was da für Neandertaler, für Höhlenmenschen kommentieren und wie. Dann irgendwann bist du einfach so, Alter, dann hätte ich einen scheiß Knopf hier, wo ich die Atombombe zünden könnte, ich würde es machen, glaub mir, Alter. Manchmal ist einfach Safe mein, da ist Call. einfach mein Safe-Call, da ist meine hier oben. Aber lass mal wieder jetzt zu guter Die Laune sind gehen. ja auch jetzt nicht immer nur bei Facebook, die Leute, die sind ja auch bei YouTube neuerdings. Seit vorgestern. Viele. Ja, lass mal auf mein Thema wechseln, weil sonst muss ich hier gleich, Alter, sonst mache ich hier gleich Vegan Jihad, Alter. Ja, Chris, der liest natürlich, der liest auch immer Facebook-Kommentare, der sucht ja auch förmlich nach Sachen, die ihn triggern. Wenn ich immer sehe, wie viel Insta-Stories er jeden Tag postet, irgendwelche Sachen repostet, dann denke ich mir, Digga, Alter, wie viel bist du denn auf Instagram bitte auch unterwegs, Alter? Dass du auf diese Sachen ja erstmal findest. Ja, ich habe auch, manchmal werde ich auch extra drunter verlinkt von Arbeitskollegen oder so, ne? So, man folgt ja immer noch so ein paar Sachen wie Spiegel oder, keine Ahnung, Welt oder was weiß ich nicht.
Ach, Alter, und dann irgendwie, ich weiß nicht, so ab und zu, ich weiß nicht, warum ich mir das noch antue, weil im Endeffekt leidet einfach nur mein Gemütszustand und mein Magen darunter, wenn ich dann teilweise Kommentare lese. Was für Allmann-Annetten da irgendwas posten, Alter. Beste Beispiel war doch diese eine Olle, die bei dir kommentiert hat, wo wir dann das Profil angeguckt haben. Dann hat irgend so eine, ich sag jetzt mal wirklich, crazy woman hat bei Du hast Digga Olle kommentiert, gesagt. Du hast Olle. Olle Dann haben wir, gesagt. okay, das ist wirklich eine Olle. Dann gucken wir auf ihr Profil und in ihrer Profilbio steht wirklich wortwörtlich toleriert Homosexuelle gegen Transgender und was war noch, Digga? Gegen Transgender Gegen und Fettleibigkeit. Und gegen Fettleibigkeit, genau. Sie hat wirklich in ihrem Profil stehen, toleriere Homosexuelle gegen Transsexuelle und gegen Fettleibigkeit. Das war ihre Profilüberschrift. War Sag eine mir, wenn Frau, dann, die bei Digga. Digga gerantet hat. Dann denkt ihr euch, Junge, was passiert hier, Junge? Kann ja auch nicht zu allem pro sein, Alter. Es geht ja auch nicht. Ey, Digga, weißt du, das Ding ist halt, es ist immer Hallo? noch eine Sache, was man sagt, was man denkt oder was man ausspricht. Kannst du, Stefan ist der beste Fachmann für. Ja, immer Sachen, die man sich denkt oder Sachen, die man sich ausspricht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder aussprechen sollte halt. Ne? Das ist halt, Alter. Man muss nicht immer zu allem immer die Kommentare Ich wollte es aufrufen. gerade sagen, Alter. Richtig, richtig guter Einwurf. Ich finde auch, indische Küche hat tolle vegane Rezepte. Als ob du schon mal indisch gegessen hast, Selçuk, Alter. Ich habe schon mal Inder gegessen, ups. Wir Kann haben ich gestern jetzt. sogar Oh, indisch bestellt bei Stefan. ey, true story, Alter. Fredel, bist du klippbereit, Alter, wenn ich die Geschichte erzähle, Alter. Wollten Sie gestern hier was zu essen bestellen bei War Room? Chris guckt wieder Lieferando. Jeder weiß halt, bei Lieferando sind ja auch überhaupt gar keine Ausbeuterbetriebe für die Läden, die sich da quasi anmelden, damit sie nicht komplett vor die Hunde gehen. Damit die dann nur 50 Cent quasi dann noch pro Gericht dann noch verdienen vor Abzugssteuern. Auf jeden Fall Chris, Lieferando, Erkelenz eingegeben. Also da muss man auch sagen, er ist da auch richtiger Lieferando-Höhlenmensch, haben Daniel und ich dann auch zusammen festgestellt. Vielen Dank für den Resub 5 Monate, Digga. Vielen, vielen Dank, Digga. Pass auf, Story auch für dich jetzt. Chris Lieferando, ja, hier, wo habt ihr Bock auf Indisch? Wie hieß der Laden nochmal, Digga, Alter? Boah, ey, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas mit Delhi, Alter. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Er sagt mir auf jeden Fall den Laden und so, da bestellen wir jetzt Indisch. Ich sag, hä, Alter, ich wohne hier in Erkelenz, den Laden habe ich noch nie gehört, Alter. Den habe ich noch nie gehört. Da bestellen wir jetzt Daniel auch, okay, alles klar, bestellen da alle mit, Alter. Nach einer Stunde Essen immer noch nicht, da müsst ihr euch vorstellen, Mister. Ich denke, das kann ja gar nicht sein, Alter. Wo habt ihr denn da bestellt? Ja, guckt ihr mal nach, Alter. Ihr habt Chris bestimmt wieder nur Lieferando irgendwie, keine Ahnung. Ich sag, ihr habt da bestimmt irgendwo bestellt, Alter. Voll weit weg oder was? Ne, keine Ahnung. Er hat nicht richtig geguckt oder wie auch immer. Chris, nee, ich Lieferando ruf den, pass Umkreis auf, von 400 Kilometern. pass auf. Chris ruft an. Ja, jo, ich wollte mal fragen, ob das Essen. Ja, kommt gleich. Okay, alles klar, danke. Wir spulen nochmal wieder 40 Minuten vor Essen, immer noch nicht da. Chris, wir draußen auf der Terrasse, Chris, ja, ich rufe jetzt nochmal da an. Hatten wir aber vorher schon geguckt, hat das nicht, ist nicht in Erkelenz bestellt, sondern in Heinsberg und Geilenkirchen hat er das Ding bestellt. Ich sag, Digga, Alter, das Essen, das kommt bestimmt kalt an, war tatsächlich nicht so. Aber fährst du mal eben 25 Minuten nur für diese eine Bestellung Rolle, hin? Ehrenmann. 25 zurück. Das heißt, der Liefertyp war quasi die fossilen Brennstoffe in seiner Karre am Verheizen, eine ganze Stunde nur um das Essen Er ist mit zu Fahrrad gekommen. bringen. Wie viel Trinkgeld hast du dem gegeben? Für eine Stunde, Alter. 1 Euro habe ich ihm gegeben. Aber, ey, ganz im Ernst, ich kann noch nichts dafür, denn der Danke, Bestelldienst, Leute, danke. sucht ja selber quasi seinen Lieferradius aus. Und wenn der dann mit bis zu dir liefert, hat er sich das ja selber ausgesucht. Von daher nehme ich dann gerne in Kauf. Hab grad so im Kopf, so weißt du, so Lieferando bestätigt, ihre Lieferung ist auf dem Weg mit einem Screenshot von Flugtickets aus Delhi. Ja, dann kam das Zeug dann natürlich hier an, hier kiloweise in Folie alles eingepackt. Das Aber lecker, also war okay auf jeden Fall, war gut. Ja, War aber Eis war besser als lecker. mal wieder bei Café Surreal zu bestellen. Ja, oh Gott, gab's kann auch man auch Ding, nicht essen. gab's auch eingelegte Möhren? Nee, gab's nicht. Nein. Ich hatte Möhren drin, ja. Nee, Und ich leider die nicht. waren, Warte, ich verstehe es gerade aber es nicht. war kein Hattest du, Lachsersatz, wollte gerade Selçuk. sagen, hattest du Möhren drin oder Lachs jetzt? Nee, es war Möhre. Es war ganz normal Möhre. Es war Okay. keine Lachsmöhre. Ich Oder bin ein kein bisschen verwirrt, Möhrenlachs. deswegen sorry, Alter. Ich Ja, Kein passiert schnell, Problem. dass man das mal verwechselt. Alles gut, Selçuk. Kein Problem, Selçuk. Der Laden hieß aber auch schon so komplett komisch, Digga. Da wusste ich auch überhaupt gar nicht. Bollywood Curry hieß der.
Wolli, Nee, oder? nee, nein, das Nein, hat Manuel nein. da jetzt so zum Trollen geschrieben, Alter. Warte, Inder, Das war ich das bin so immer ganz genau. Inder geilen Kirchen, einen geilen Kirchen, auch geil. Da waren 1000 Bedis, Alter. Der doch, Der Bauer hat gerade mal wirklich, Streamers Bolli, gebaut, der hat kriegt wirklich direkt mal Bollywood 1000 Curry geilen Damage, Kirchen. Alter. Bollywood Curry geilen Kirchen. Bollywood Curry, tatsächlich, hat der Manuel kein Scheiße dort. Nee, hieß wirklich so. Gott, ich dachte, das war so ein Trollkommentar, aber wirklich, ey. Benner war ein crazy man wieder, Alter. Ja, Sarah, ja, keine Sorge, wir hingen hier vorher schon ab. Da habe ich gesagt, komm, wir können auch gern mal, fangen wir einfach schon mal ein bisschen Pre-Stream-mäßig an, können wir ein bisschen quatschen und fangen dann so halbwegs pünktlich mit dem normalen Programm an. Wobei wir eh schon überlegt hatten, ob wir das normale Programm nicht heute eh einfach gegen Freestyle, Just Chatting hier mit euch einfach ein bisschen austauschen sollen. Ich habe gar nicht die Stream-Avatars Wird angemacht, heute ne? aber so ein Mix. Es wird heute so ein Mix aus einfach lässig Gelaber, aber es wird auch ein Mix aus, wir gucken noch mal ein bisschen auf Kickstarter. Aber ich kann schon mal sagen, ich habe zum Beispiel keine aktuelle Kampagne, die läuft, sondern ich habe eine aktuelle, ich habe eine Kampagne genommen, die gerade in der Auslieferung ist bei mir und wo ich mich mega drauf freue. Weil, Leute, wenn ihr gerade mal wirklich euch mit Kickstarter beschäftigt, wir hätten natürlich jeder jetzt irgendwie ein Ding raussuchen können, aber im Endeffekt wären dann drei oder zumindest zwei davon so Schmutz gewesen, dass es einfach mega langweilig geworden wäre, da überhaupt drüber zu reden. Und dann haben wir auf Krampf, ich glaube, Daniel hat sich was Aktuelles rausgesucht, der hat auch ein bisschen was zu erzählen. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise heute geht. Wohin die Leute geht. Baller legt nochmal 200 nach. Vielen Dank, Digga, Alter. Und Marco, Alter, macht die 6 Monate komplett voll, Alter, ohne Unterbrechung. 6 Monate am Start. Vielen Dank, Leute, Digga. wir machen später auch ein FAQ, ne? Also, ihr könnt uns dann alles fragen, was ihr wollt. Alles, was ihr noch nicht wisst. Wir machen nachher eine Rückwärtsauktion. Ihr könnt einen Spieleabend beim Seldschuk 2 Stunden lang inklusive Verpflegung. Wir starten das Gebot bei 20 Euro und senken es alle fünf Aber nur 2 Stunden, dann wäre es Schluss. Sekunden. Und senken es alle 14 Sekunden. Ja. Ja, dann sollen wir mal weitermachen, oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, wir sind jetzt bei 20:17 Uhr oder was? Ja, Bei okay, mir. kann man noch ein bisschen. Gut. Oder wie? Oder wieder was. So ein Ding ist Was das eben. mit dem Rainbow Six Siege Daddeln Abend intern kommen? Ich bin immer noch dafür. Ja, müssen wir einfach mal irgendwie was vereinbaren, keine Also Ahnung. wir haben heute schon, ich habe heute schon mit drei Community Boys, glaube ich, beziehungsweise was heißt drei, als ich gegangen bin, kam Manuel gerade noch. Ich habe heute mit wem habe ich gezockt? Mit Dominik habe ich gezockt, mit dem Hobbs habe ich gezockt. Dann kam der Manuel auch noch online. Wir haben auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Discord haben wir auch ein extra Oberthema Rainbow Six. Da könnt ihr einfach mal in die Gruppe reinjoinen, dann könnt ihr da eigentlich euch immer verabreden. Also heute waren wir halt verabredet. Guckt da mal immer zwischendurch rein und dann, also vielleicht wird jetzt jeden Abend mal ein, zwei Leute online sein, vielleicht auch mal ein paar mehr. Also, ne, da Wir geht wollen einfach ja mal in die gern Rainbow mal, wir Gruppe wollen und ja mal guckt da regelmäßig komplett rein. Community exklusiv komplett auf Custom Server nur zusammen gegeneinander halt eben Ja, ballern. ja, Das ja. wäre natürlich Das noch am wäre geil. nicesten. Brauchen wir einen, der Machen mich wir demnächst. kommentiert. Machen wir irgendeine Ankündigung bei Facebook und dann kriegen wir es auch mal hin, auf Ja, jeden Fall. ja, Ja, Leute, sollen wir rein starten oder was? ja. Machen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück und wir schauen uns heute wieder mal im zweiwöchigen Rhythmus ein paar Kickstarter-Projekte an. Ihr seht auf jeden Fall hier oben bei mir ist ein fetter roter Balken angezeigt. Das ist natürlich absolut kritische Masse. Dein Finanzierungsbeitrag für Heroes of Barcadia konnte nicht bearbeitet werden. Du hast 3 Tage Zeit, um deine Zahlungsmethode noch zu ändern, um die Zahlung zu korrigieren. Das ist natürlich absolut kritisch. Aber ich habe Stefans Kreditkarte mitgenommen, damit ich ihn einfach schütze ein bisschen aktuell. Ja, das Problem, ich hatte ja eine neue Kreditkarte, wisst ihr ja, weil die alte abgelaufen ist. Und dafür muss ich jetzt nochmal so ein Online-Verifikations-zweistellige Sicherheitsbums machen, was ich vorher die ganze Zeit nicht machen musste. Gibt irgendwie eine neue Richtlinie. Dazu muss ich mir natürlich jetzt wieder mal 2 Briefe anfordern. Einen kommt ja immer Passwort, in dem anderen kommt immer das eine. Andere, das eine ist quasi schon da, das andere kommt dann jetzt dann auch hoffentlich in 2, 3 Tagen halt eben. Damit ich mir hier noch drin bleiben kann, ja, ansonsten. Muss ich mit irgendjemand anders anbetteln, Daniel, der dann kurz das für mich startklar Irgendjemand macht oder anders so. handelt, Kann man die, Ja. ja, okay. Kann man die, wie heißt mal, kann man die Rechnung nicht direkt hier beim Arbeitsamt einreichen oder so? Aber ich weiß nicht Für, als genau, ob das. Arbeitsmaterial, aber kann ja auch Arbeitskleidung sich bezahlen lassen. Kann man sich auch nicht Arbeitsmaterial dann so bezahlen lassen? Da, weiß ich mal. Frag mal. Die beste Einreichung ever, Alter. Hier ist was zu zahlen. Was ist denn das? Ein Saufspiel. Ich möchte ein Video zu machen, womit ich dann aber Geld verdiene. Ist das so? Ja, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so. Brettspiele sind natürlich Arbeitsmaterial.
Kling ich denn so komisch bei den Leuten? Chris Ton ist kaputt immer noch? Bei euch auch? Nee. Oh, da kommt. Ah, Bender war es am Trollen. Bender war am Trollen. Nein, nein, nee, ich sehe das Problem. Hier. Auch leicht strange. Jetzt. Alles besser jetzt? Hallo. Ja, hallo. Chris klingelt, es wäre unter Wasser. Jetzt ist aber besser, Leute. Besser, Leute? Chris klingelt. Ja, ich habe das Problem gesehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jo, besser. Digga, der Techniktyp hier. Technik. Ja. Bei Technikfragen, Technikfragen. Ist so. Okay, Leute. Ja, mit welchem Projekt fangen wir an? Ja, Daniel, der hat viel zu erzählen. Ja, können wir uns auch mal zurücklehnen. So viel ist es auch nicht. Na, der Daniel ist ja der Einzige, der heute wenigstens überhaupt vernünftig was anfangen Daniel, ich dachte, hat. Ich habe eigentlich auch was Cooles. Ich dachte, Daniel hält uns heute hier über Wasser, Alter. Okay. Ich versuche ihm dann ein klein bisschen Wingman zu sein, dann kriegen wir schon irgendwie hin heute auf Instagram. Daniel ist heute das Floß, auf dem Kate Winslet lag, als Leo untergegangen ist. Spoiler Alarm. Oh, sorry. Ich habe den noch nicht gesehen, den Film, danke. Oh, aber lohnt sich, guck einfach Spiel vor zu Sexszene im Auto. So, dann wollen wir mal reinhauen oder was? Ich starte einfach mal das erste Ding. Ja. Daniel, was hast du dir überlegt für heute? Ich habe mir Soul Raiders ausgesucht. Soul Raiders, Digga. Also, 1548 Unterstützer, 26 Tage verbleibend, hat 140.000 Euro eingereicht, Finanzierungsziel ist 50.000 gewesen, damit schon auf jeden Fall fast das Dreifache mit am Start. Become a powerful warrior mage in this cooperative action. Ja, das reichte ja schon bei mir, ne? Warrior mage. Okay, dann. ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Video an. I can hear their ceaseless wailing. Their fearsome howls from beyond the grave. We thought we were prepared, with our spells and our techniques safe within the walls of our sanctuary. But nothing could have prepared us for what was unleashed when the gate to Limbo was breached. How many centuries were spent to instigate his scheme, to amass this horde now descending upon us? There's no time left for questions, but it may not be too late to save the people of Kaifros. I will protect them, as I swore to do. I am one of the last ramparts that stands between them and the Lord of Dreams. I am a Soul Raider. First, I'll have to start by getting myself out of this. Curses! They're closing in on all sides! This is going to take every ounce of energy I have. Save your magic, Eneko. I'll come these savage creatures. Let's go! Here's the portal. Adonis is on the other side. I'm going through. Ha! Just a second. If I turn it this way, then... There! It's open! Ha ha! I don't think we've been through here yet. Fighting has its job. But sometimes it's better just to sneak by. So, we discover what they've been preparing at last. But we could never have imagined what awaited us. We are Soul Raiders. Our fire never fails. Our ramparts do not crumble. And we will slay the night itself if we must. Ja, das dazu. Deutsch, Englisch, ja. Französisch hier auf jeden Fall. Ja, alles auf Deutsch am Start auf jeden Fall. Ja, ich habe das Projekt schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt, seit die damals bei Instagram die ersten Artworks gepostet haben. Und da hat mich das schon getriggert und ich finde, das Artwork ist einfach großartig geworden, vor allen Dingen von diesen Chapter Cards, also die Karten, auf denen man sich so bewegt. Und ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, letzte Woche den Prototypen zu testen. Man zockt quasi den Prolog
von dieser Geschichte. Und den habe ich zusammen mit Beate gespielt. Und was ich muss sagen, so als Fazit schon mal, uns hat es beiden richtig gut gefallen. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall auch ein Safe-Ding. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen Pledge ich nehme. Es gibt einen Basis-Pledge, der kostet 70 Euro. Und es gibt einen mit den ganzen Deluxe-Komponenten, der kostet 110 Euro. Dann hast du die Charaktere und diese Dimensionsportale und so hast du halt auch noch schön als Miniaturen da drin. Aber also worum geht's? Es ist ein storygetriebenes Koop-Game, also Seventh Continent und Time Stories und so lässt grüßen. Man erkennt auch hier und da durchaus auch so ein paar Elemente, die man auch in den anderen Games schon mal gesehen hat. Es hat ich habe jetzt gerade eben schon mal kurz irgendwo im Chat gelesen, das Gameplay ist flach. Nein, so würde ich es auf gar keinen Fall bezeichnen. Es ist für so ein Story-Game, ähnlich wie es halt auch bei Seventh Continent oder Time Stories ist. Es ist vom Gameplay her hat es einen wirklich leichten Einstieg, aber trotzdem einige Varianten und Entscheidungsmöglichkeiten. Also für mich ist es zum Beispiel, fühlt es sich mehr wie ein Spiel an, als jetzt zum Beispiel Time Stories. Ohne dass ich damit jetzt Time Stories schlecht machen will, aber im Kern geht es halt wirklich nur darum, man sieht es auch da ja in diesen Bildern, man zieht am Anfang vier Karten, die einem verschiedene Zugmöglichkeiten geben, ob man jetzt kämpfen will, ob man sich bewegen will, ob man Proben bestehen will. Also für alles braucht man diese Karten, die man auf unterschiedliche Weise untereinander kombinieren kann und auch mit den Karten von seinen Mitspielern kombinieren kann. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, Karten nachzuziehen oder ich kann mir in meinem Zug Karten in eine Reserve legen, die ich dann im nächsten Zug mir auf die Hand nehmen kann, also um so ein bisschen seinen Zug vorzubereiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, wir müssen irgendwo so eine Tür öffnen oder wir müssen irgendwo eine bestimmte Probe bestehen, kann man da halt auch gezielt dann darauf hinarbeiten, dass man die passenden Karten auf der Hand hat. So bewegt man sich dann halt über diese Chapter-Karten, die echt cool gemacht sind, weil man hat eine ganze Menge an Interaktionsmöglichkeiten. Also es gibt verschiedene Wege, die man gehen kann, verschiedene Richtungen, die man laufen kann. Dabei ist auch berücksichtigt worden, gehe ich jetzt zum Beispiel gerade eine Treppe hoch oder gehe ich eine Treppe runter? Also für den Weg nach unten brauche ich halt weniger Aktionspunkte, als nach oben zu gehen. Es gibt Rätsel zu lösen, es gibt Personen, mit denen man interagieren kann. Also da passieren ganz viele Sachen. Es gibt Effekte, die eintreten, wenn man diese Karten betritt. Ob das jetzt Gegner sind, die spawnen oder bestimmte Story-Sachen, die getriggert werden. Dann gibt es bestimmte Sachen, die passieren, wenn die Spieler quasi ihren Zug beendet haben und sich noch jemand auf dieser Karte befindet, dann passieren auch wieder bestimmte Dinge. Und die Gegner, die haben verschiedene Fähigkeiten, gegen die man kämpft. Klar, das ist auch klassisch, kennt man. Die einen, du darfst halt nicht von einem Ort fliehen, solange diese Gegner noch da sind. Es gibt Gegner, die haben dann so einen Rage-Modus, die machen doppelten Schaden. Also da gibt es auch noch einige Sachen. Was eigentlich ganz cool ist, man teilt sich quasi einen Pool an Lebenspunkten. Also alle Spieler gemeinsam haben so einen Pool von Lebenspunkten und jedes Mal, wenn diese Lebenspunktleiste eine bestimmte Stelle überschreitet, dann verliert man Energie. Also man ermüdet und darf dann am Anfang einer Runde immer weniger Karten ziehen, bis halt irgendwann dann das Spielende ausgelöst ist, man quasi K.O. ist und wenn man dann halt nicht das Hauptziel erreicht hat, hat man es in dem Sinne halt nicht geschafft. Aber die Story geht halt trotzdem immer weiter. Es gibt eine Siegbedingung und es gibt eine Niederlagenbedingung. Und es ist halt optional. Entweder zocke ich das Chapter nochmal durch und versuche mehr Punkte zu bekommen, oder ich gehe halt voran in der Story. Das ist ganz variabel. Also es ist jetzt nicht wie bei Time Stories darauf ausgelegt, dass ich es jetzt auf jeden Fall mehrfach durchspielen muss, um bis zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Es waren auch noch einige Elemente, die waren jetzt im Prototypen nicht mit drin. Man kann sich noch so verschiedene Tränke kann man sich noch holen. Jeder hat noch so ein Deck an stärkeren Karten, an Erweiterungskarten. Man bekommt halt so XP, während man da rumläuft und die kann man irgendwann einsetzen, um sich stärkere Karten in sein Deck zu kaufen. Also das ist alles
vom Spielerischen her ist man da wirklich, wirklich schnell drin, aber der Hauptfokus liegt halt wirklich auch auf dieser Geschichte und auf dem Erkunden von diesen Chapter-Karten. Und das, muss ich sagen, hat mir oder hat uns beiden richtig Bock gemacht. Und ich freue mich da richtig drauf, die Story da zu erleben und die ganzen Karten da allein zu erkunden, weil da auch immer wieder Sachen sind, wo du halt nicht mit rechnest, die dann passieren. Es gibt halt normale Feinde und es gibt gescriptete Gegner, die in bestimmten Momenten auftauchen und dann halt auch wieder irgendwas auslösen. Ich will das jetzt auch nicht spoilern, weil also am Anfang hieß es, der Prolog wird nicht Teil der Kickstarter-Kampagne sein. Jetzt ist es aber so, dass als Stretch Goal auch dieser Prolog freigeschaltet ist. Und ja, wie gesagt, also ist für so ein, wer Bock auf so Story-Games hat und einfach so eine richtig coole Geschichte mit Mage-Warriorn erleben will, sollte sich das auf jeden Fall mal näher angucken. Und für mich ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Wir diskutieren gerade noch untereinander. Ich bin der Meinung, der Basis-Pledge reicht aus. Beate hätte gerne das All-in-Deluxe mit allen 3D-Komponenten, aber da werden wir uns schon noch irgendwie einig. Aber ich bin auf jeden Fall drin. Daniel, das crazy, Alter, da haut der Ding einen raus. Danke, Leute, für den Resub. Ja, ist so, Alter, das ist das Beste, was dir passieren kann. So rein da. Aber ganz im Ernst, guck mal, es sind drei so kleine Kisten jetzt dabei, ne? Drei Chapter. Wie schnell hat man die durchgerissen? Gibt es dann da noch weitere Erweiterungen? Also, ich würde also jetzt, es wird mit dem Content, der da drin ist, werden das, je nachdem natürlich, wie schnell man spielt, ungefähr 30 Stunden Playtime sein. Also, jetzt ohne den Prolog, ohne mehrmalige Durchläufe. Also, einfach nur, wenn du straight der Story folgst, ohne jetzt halt ein Chapter nochmal zu machen. Und ich sag mal so: 30 Stunden. Muss man auch erstmal zocken. Naja, 30 Stunden muss man erstmal zocken. Ja, das stimmt schon. Also, ich glaube, da ist wirklich genug. Und wie ist das mit der Replayability da in den Chapters? Die sind irgendwie, also. Genau, also es wird auch gesagt, es gibt verschiedene Wege. Ich kann das natürlich auch nur anhand des Prologs sagen. Und auch bei dem Prolog merkt man halt schon, dass du theoretisch mehrere Möglichkeiten hast, um ans Ziel zu kommen. Also du hast immer verschiedene Ziele, die du erfüllen kannst. Es gibt so ein Hauptziel und es gibt diverse Nebenziele. Genau, und auch zusätzlich, das war im Prolog auch nicht drin, gibt es noch so Quests dann später, so Questkarten oder so. Die waren da jetzt auch noch nicht mit drin. Wir hatten am Ende, also wir haben es nicht geschafft, das Hauptziel zu erreichen. Wir sind vorher leider gestorben, aber wir hatten zwei von diesen Nebenzielen erreicht. Und das ist halt immer unterschiedlich. Du kannst da durchrennen, du findest das Hauptziel und vielleicht gar keine Nebenquest. Aber natürlich ist es so, wenn du es nochmal spielst, wie jetzt bei Time Stories, du wüsstest zum Beispiel, okay, da ist jetzt dieser eine Typ, wenn ich den anspreche, passiert das und das. Und entweder mache ich das dann halt oder nicht. Also bestimmte Elemente sind natürlich da, die man kennt, aber so ist es ja auch gedacht, ne? Dass man sich dann in einem zweiten Durchlauf dann nochmal einen anderen Weg sucht und dann vielleicht alle Ziele erfüllen kann. Also ich denke schon, dass da Potenzial ist, das auch so ein Chapter mehrmals zu spielen. Also holst du das Maximum dann sozusagen raus. Also ich habe jetzt mal durchgerechnet, Daniel, du zahlst 2,33 Euro pro Stunde. Ja. Wenn sie nicht gelogen haben. Aber da, wie gesagt, da ist der Prolog noch nicht drin und da ist auch noch nicht drin, dass man die Sachen mehrmals spielt. Und es kommt auch immer auf die Geschwindigkeit an, wie man sich natürlich selber da so durch, man kann da durchjagen oder man kann sich natürlich auch die Details ein bisschen angucken. Das ist aber es ist halt einfach cool. Also ich finde es halt einfach cool, weil diese Karten haben halt auch immer so eine A- oder so eine B-Seite und da steht dann immer so eine Bedingung drauf, eintreten muss, damit du das auf die B-Seite drehen darfst. Und dann denkst du schon so, oh, was ist wohl auf der B-Seite drauf und wo kann ich denn dann da noch hingehen? Und lass uns doch mal in diese. Du kannst dich halt auch aufteilen. Es gibt auch kein festes Zugsystem. Der eine kann in die Richtung gehen, der andere in die Richtung. Dann hast du natürlich das Problem, dass du nicht mehr diese geballte Kartenpower hast, weil es gibt Situationen, wo es halt besser ist, seine Karten entsprechend zu kombinieren. Dann kannst du Zaubersprüche, jeder Charakter hat unterschiedliche Zaubersprüche,
die er machen kann. Aber es gibt auch einen Zauber zum Beispiel, den haben alle. Das sind diese Portale. Also du kannst irgendwo auf diesen Chapter-Karten kannst du Portale aufstellen und dann auch immer von Portal zu Portal reisen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, einfacher zu fliehen. Ne? Weil die Gegner dir nicht durch diese Portale folgen können. Gehst du über die normalen Wege, gibt es halt Wege, da laufen die Gegner dir hinterher. Und es gibt halt Wege, da werden die aufgehalten und können dir nicht folgen. Ne? Und so musst du halt gucken, dass du dich auch möglichst effektiv dann da über diese Karte bewegst und dich absprichst, wer macht was, wer geht wohin. Also, wie gesagt, es hat richtig Bock gemacht. Ich freue mich schon drauf. Ja, was ist denn mit den Story-Spielern hier? Hier Kampagnen-Spieler, Stefan, Chris. Ja, ich denke mir jetzt gerade, guck mal, es sind drei Time-Stories-Fälle sozusagen da drin. So. Und wenn ich kenne mich, wenn ich jetzt auch, was weiß ich, irgendwas angefangen habe und dann habe ich auch keinen Bock, das zum zweiten Mal nochmal zu zocken und ich weiß schon wieder, wo es quasi lang geht. So, weißt du, das ist so bisschen meine Befürchtung, dass da kein nicht so krasser Wiederspielreiz drin ist. Ich hätte es lieber, dass ich die Geschichte irgendwie ein bisschen prozeduraler oder was da generieren würde hier oder was. Aber ich... aber du musst doch einmal die Story sowieso einmal ohne jetzt es wieder... Ja, erstmal das Ding durchzocken halt eben. Ich sag, ja. Also gegen das Ding sage ich nichts. Preis 130 Euro, finde ich auch okay. Chat hat schon geschrieben. Dezember 2020, ja, kommt noch Shipping drauf, 25, ja, okay, 25 ohne Shipping, in ja. Deutschland. Da finde ich jetzt auch okay, aber Chat hat schon gesagt, also Dezember 2022. Ja. Das ist natürlich schon eine Weile, sich anderthalb Jahre zu nehmen, um sich ein Projekt da irgendwie startklar zu machen, so. Da frage ich mich, wie weit sind die denn schon, wenn die sich anderthalb Jahre jetzt erstmal das Ding so auf gemütlich dann da... Nee, ich glaube gar nicht, dass das gemütlich ist. Es wird auch ein bisschen erklärt im Text. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig auch, dass sie darauf eingehen, wie umfangreich es halt alleine ist, dieses ganze Artwork zu erstellen. Und mir ist es dann lieber, sie kalkulieren einigermaßen realistisch und schreiben da jetzt nicht rein Juni 2022 und dann wartest du eh bis Dezember. Also von daher finde ich jetzt nicht weiter dramatisch. Wenn es vielleicht sogar eher klappt, juhu, freut man sich. Ja. Ansonsten wird dann Weihnachten 2022 wird dann richtig schön epischer Soul Raiders Story Christmas. Wie sagst du, wie zockt es wahrscheinlich zu zweit auch so am besten eigentlich, ne? Einige dahin. Ja, das ist so. Das und so, weil wenn jeder gleichzeitig dran ist, ist natürlich immer hier. Hier steht jetzt das Action-Packed intuitive Game-System. Es gibt keinen Spielerzug. Während der Heldenphase darf jeder unabhängig voneinander und gleichzeitig rumhantieren. Das trägt dazu bei, die Downtime zwischen den Aktionen wegzumachen und schneller Progress zu machen in deiner heroischen Party. Also ich kann es nicht genau sagen. Sorry, Chris, ganz kurz noch. Ich habe aber auch schon überlegt, wie ist es denn zu viert? Funktioniert das auch? Keine Ahnung. Ich bin da noch zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Aber momentan würde ich auch sagen, dass vielleicht so zwei Spieler der Sweet Spot ist. Also ich bin ja jetzt nicht so der riesige Kampagnen-Fan. Ich versuche es mal als neutraler Beobachter irgendwas dazu zu sagen. Für mich, auf den ersten Blick, das sieht super schön aus, das Material sieht cool aus, das Thema, alles ist ganz geil. Ich persönlich sehe jetzt aber nicht, was da jetzt der Unterschied ist zu einem Seventh Continent, zu einem Hell, zu einem, was hat hier, dieses, ach, Ding, wo jetzt auch die App rauskam, hier, Tainted Grail und so, das irgendwie, das, für mich, als der sich alle diese Projekte nur oberflächlich Moin, angeguckt Grant. Hat, für mich sieht das alles gleich aus. Ja. Also das sticht jetzt nicht raus, wo ich mir sage, boah, das brauche ich. Aber was ich mir halt gesehen habe, wenn ich mir so, okay, jetzt hat dann grob so Tainted Grail, glaube ich, der Grundplätsch dasselbe gekostet, gefühlt. Aber war irgendwie auch gefühlt fünfmal so viel dabei, so auf den ersten Blick. Na, ich denke mir dann so, ja, also... Aber also sieht wirklich schon schön aus. Ja, mega. Ich kann halt auch nur jedem sagen, ich habe ja Seventh Continent gespielt und... es spielt sich schon anders. Also es natürlich gibt es Anleihen, das ist gar keine Frage. Aber das spielt sich flott, ne? Ja. Ja. Genau. Also es ist auch mehr so,
keine Ahnung, man ist auch irgendwie mehr so bei seinem eigenen Charakter, weil du irgendwie mehr für dich selber halt auch zu tun hast mit den Karten und so und keine Ahnung. Also es ist vom Progress her ein bisschen was anderes als Seventh Continent. Also es fühlt sich schon ganz, ganz anders an beim Spiel. Was ich mir halt auch immer so denke, ist halt so, wenn ich jetzt auch so auf so Kampagnen-Games stehen würde, so. Und dann auch so viele jetzt beispielsweise da zu Hause hätte wie ihr oder wie Digger jetzt so, und ich mich das jetzt angucke, würde mich das jetzt auch mega ansprechen. Dann würde ich mir aber denken, okay, was macht das jetzt so unique, dass ich das jetzt brauche? Weil im Endeffekt denke ich mir, okay, wie viele Kampagnen-Games habe ich hier, wo ich die gerade mal angekratzt habe? Und dann, ich weiß nicht, also ich verstehe schon, warum man das so haben will auf den ersten Blick, weil das ist genau das, worauf man steht. Aber irgendwie versuche ich in der letzten Zeit, oder der Digger hat es ja auch so ein bisschen, man versucht ja auch immer so Kickstarter zu nutzen, um so sich so ein paar Perlen rauszupicken, die so anders sind als alles andere, was man hat, damit man sich das so selber schönreden kann, warum man sich das kauft. Aber ich sehe gerade kein einziges Alleinstellungsmerkmal, was das jetzt sagt, ey, das macht jetzt, das hebt jetzt diese anderen Kampagnenspiele davon ab und deswegen brauche ich das auch noch. Ja, bei mir ist es halt dann tatsächlich so, dass es das in dem Fall halt tut, vielleicht auch dadurch, weil man halt es jetzt schon mal angezockt hat. Und dadurch natürlich auch ein bisschen angetriggert ist und weiß, okay, das Ding macht mir auf jeden Fall Spaß. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und ich 100% safe weiß, dass das hier gezockt wird, dass das regelmäßig auf den Tisch kommt und dass man da einfach richtig viel Spaß mit haben wird und dass eine Investition ist, die sich lohnt. Danke, okay, Daniel. Auf jeden Fall. Normalerweise bin ich immer der sagt, auf jeden Fall Deluxe, auf jeden Fall dies, aber ich sag dir ganz klar, die Standard-Edition reicht dir, glaube ich, voll. Das ist, wie gesagt, ich bin da selber auch noch nicht schlüssig, weil es wirklich nur diese, nur in Anführungszeichen, diese Deluxe-Komponenten sind. Die Miniaturen in, also man kann sich halt auch unsichtbar machen und diese Statuen, diese Miniaturen sind dann halt auch einmal so in so einer durchsichtigen Variante, sonst hast du halt nur diesen Papp-Token und auch diese Portale, das sind halt alles sonst nur so normale Papp-Token. Klar, das macht natürlich schon einen Unterschied, aber es sind halt auch 40 Euro Unterschied. Also, ja. Und gut, klar, das ist natürlich auch wieder nur so ein optisches Ding. In der Deluxe-Variante hast du das Ganze dann halt so als Buch mit so Magnet- Dingern da, ne? Es ist halt einfach optisch nochmal ein ordentlicher Schwung draufgepackt. Die ganzen Stretch Goals und alles, die hast du auch in der Basisversion. Also alles, was da jetzt noch kommt, bin auch mal gespannt, was da noch so kommt an Sachen jetzt noch. Läuft ja noch ein paar Tage und dann gucken wir mal. Aber also für mich ist es halt unique genug, und sowas in der Art, ich habe auch kein Seventh Continent hier. Ich habe Seventh Continent nur mal mitgespielt. Ich habe auch kein Twilight Grail hier oder. Ja, gut, dann bietet keine Ahnung. Nicht an. Und das ist halt, das, also ich habe, klar, ich habe Time Stories hier, aber das ist was komplett anderes als Time Stories. Das kannst du null vergleichen. Und von daher ist es schon definitiv unique. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist halt, das kann ich auch sagen, wo ich jetzt das gesehen habe, habe ich jetzt auch direkt irgendwie wieder Bock gekriegt, eine Runde Bloodborne weiterzuspielen, aber diese, egal was auf diesen ganzen Verpackungen steht, diese Dinger sind für ein bis zwei Leute. Beides klappt gut, aber alles, was mehr ist, ist alles gut. Ist bei Seventh Continent auch so. Ich habe da die erste Runde Seventh Continent war zu viert und da habe ich mir nur gedacht, Alter, was ist das für ein Spiel? Warum feiern das alle so? Klar, es ist hübsch, die Geschichte ist cool, aber ich hatte gefühlt kaum was zu tun in dem Spiel, außer mal Karten umzudrehen und zu gucken, ob da jetzt halbe Sterne drauf sind oder volle Sterne ist drauf sind. Ist auch Zweispielerspiel, ist so. Ja, und oder halt mal meine Figur von einem Punkt zum anderen zu bewegen, aber ansonsten hatte ich gefühlt da nichts zu tun. Spielst du das aber zu zweit und bist da richtig Ding drin in dem Ding, dann ist das einfach super. Ja, das habe ich bei Dings auch gemerkt, bei Bloodborne, dass ich mir sofort... Ich habe dann sofort gezockt, dachte mir, okay, was, aber mit drei und vier Leuten, wie verändert sich denn das dann? Und habe ich sofort gesagt, nee, Alter, auf gar keinen Fall mit mehr als zwei Leuten spielen. Aber guck mal hier, also wirklich in der Grimoire exklusiv gibt es hier dieses Buch dann noch mit dabei. Dann gibt es hier drei Boxen für die Kapitel, wo du die normal einfach nur Kartendinger hast. Brauchst du auch nicht. Brauchst du auch nicht. Denke ich. Dann brauchst du hier Boxen für deine Miniaturen, wo du all deinen Scheiß zusammen in der Pause reintun kannst. Könntest auch einen Zipperbeutel nehmen. Dann hast du hier die paar extra Dinger. Man hat doch normale Miniaturen, hat man doch, oder? Nein, nur Pub-Standys. Aber Standys noch, wir haben doch alle gemerkt, dass Standys eigentlich geil sind.
Beispiel Tsukuyomi und so. Dass man eigentlich, man hat so viel unbemaltes Plastik, was dann unterschwellig so unter Druck setzt. Und dann manchmal, ich freue mich mega auf dieses, wie heißt das Ding nochmal, Uprising oder so, weil ich mega Bock auf Standees habe. Vor allem, wenn das dann noch richtig, bei dem Game sind das auch noch so fett illustrierte Standees, warum soll ich denn dann die Minis nehmen? Weißt du, ich meine, so. Bei Uprising sind es ja sogar Acrylic-Standees, Ja, ne? genau. Und deswegen, Alter, gerade bei, wenn ein Game rauskommt mit so einem kranken Artwork und dann kommt die Standee-Version, easy Standee-Version, ganz im Ernst, fuck it, ey. Ja, um das mal durchzuzocken. Ich meine, mir ist eh scheißegal, Daniel. Ich leim's mir dann nach raus, wenn du damit durch bist. Ja, sehr, klar. Easy go lucky. Ja, Das. Daniel, nimm die Standardversion. Hast du da 40 Euro für den nächsten Kickstarter gespart? Ja, ich würde auch die Standardversion nehmen und dann nimmst du irgendwelche anderen vier Minis, wenn du da Ja. unterwegs bist, Weißt du, aus dem Regal. wenn ich auf Story Games stehen würde, wären diese $70 für mich ein No-Brainer. Aber 110 ist halt schon wieder 110, Ja, genau, genau so ist es halt gerade. Also die 70 sind wirklich in dem Sinne du? ein No-Brainer. No-Brainer. Aber bei den 110 zucke ich halt wirklich gerade ein bisschen. Ja, mal Aber. gucken. Er läuft ja noch ein paar Tage. Kann man sich ja noch Ja, über, ja. über überlegen, auf jeden Fall. Vielleicht, Ja. ne? Sollen wir, was wir auch noch machen können, oder Digga, als nächstes, ich meine, wir hatten ja die ein, zwei Kampagnen, über die wir es noch reden wollen. Wir könnten aber theoretisch auch nochmal, wir machen es ja eh beim Podcast, aber wir könnten auch trotzdem theoretisch nochmal die Kampagne von War Room durchscrollen und über gestern reden, oder sollen wir das Podcast exklusiv machen? Ne, kann man machen, wenn ihr wollt. Hier, ich guck mal kurz. Kickstarter. Weil wir müssen auf jeden Fall müssen wir im Podcast nochmal vernünftig drüber Ja, reden. ich. Ja, die Ja, Frage, aber ich. Wir können. ob wir es doppelt machen oder nicht. Ja, ist mir scheißegal. Wir können Ja, gerne. dann Dann haben wir sonst. ein bisschen Bildmaterial auch dazu jetzt gerade mal. Das ist nicht Ja, so mach euch, schlecht. mach euch. Ja, mach euch. Ja. Ja, also pass auf, Leute. Wir hatten uns ja War Room, glaube ich, letztes Kickstarter-Video angeschaut. Und haben es ja gestern dann auch endlich mal geschafft zu spielen. Wir haben es in voller Besetzung gespielt, zu sechst. Haben halt komplette Weltkrieg gespielt. Ne? Man kann es halt, wenn man es mit zwei Leuten spielt oder mit drei oder mit vier oder wie auch immer, dann kann man verschiedene Szenarien spielen. Man kann zum Beispiel nur im Pazifikkrieg spielen, man kann nur den Krieg in Europa spielen. Und das startet dann auch immer zu gewissen Jahren. Das eine startet, was weiß ich, 41, das eine startet 42 und. Und wir haben halt den kompletten Weltkrieg gespielt. Der Ausgangspunkt war, meine ich, 1942. So waren dann halt, wie es historisch auch korrekt war, alle Einheiten der Achsenmächte und der Alliierten so platziert, wo sie zu dem Zeitpunkt auch standen. Ja, und dann ist das Spiel gestartet. Uns wurden die Regeln erklärt, das ganze Material gezeigt und ich muss das mal sagen, boah, es sieht offenbar, wenn das Ding komplett aufgebaut ist, sieht schon offenbar krank aus. Das ist richtig geiles Material. Jeder hat so so einen kompletten Schieber, wo alle Karten drin sind von allen Regionen, die man kontrolliert. Alles mit richtig geilen Echtbildern aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat man halt, also alles auch historisch korrekt. Man hat halt seine eigene Box, wo alle seine eigenen Token drin sind und die haben sozusagen einen Deckel, der genutzt wird mit Löchern drin als Ressourcentracker, wo man dann so Stifte reinsteckt. Also alles an diesem Game, was Material angeht, wirklich perfekt. Ja, und dann haben wir das Ding gezockt, was halt eigentlich jede Runde gleich abläuft. Man zockt es halt team-based, man zockt halt Achsenmächte gegen die Alliierten. Ich habe mit Manuel und dem Daniel in einem Team gespielt. Und ich hatte die Deutschen, Manuel hatte die Italiener, der Daniel hatte die Japaner. Und dann läuft es halt so ab, dass ja, jeder hat so einen Cheat. So ein Cheat, wo dann draufsteht, wo dann neun verschiedene Kästchen sind, wo man planen kann. Im Endeffekt ist es so, jedes Gebiet auf dem Plan ist beschriftet mit was weiß ich, B9, C7 und. Jede Einheit ist beschriftet mit einer Zahl, 17, 18, 33, so. Und dann kann man sozusagen einfach planen. Dann plant man hat, je nachdem, wie viele Generäle man hat und wie viele Slots man hat, man kann meistens also maximal neun Züge planen. Ja, und dann plant man halt zum Beispiel 33 nach B7, bababa, und die ganzen, macht das halt verdeckt, schreibt man das alles mit Engen auf. Und dabei muss man beachten, man hat Panzer, man hat Bodentruppen, man hat Lufttruppen und man hat Schiffe. Und dann gibt es bei jeder Truppe, gibt es gibt bei Bodentruppen gibt es Artillerie, es gibt Panzer, es gibt ganz normale Infanterie. Luft gibt es irgendwie Fighter und Bomber, ich weiß nicht, ob noch was. Und bei den Schiffen gibt es U-Boote, Kriegsschiffe und Flugzeugcarrier. Und die haben auch alle nochmal verschiedene Sachen. Alle haben ihre gewissen Bewegungsbedingungen.
Und danach muss man halt planen. Wenn jeder geplant hat, dann wird halt aufgedeckt, dann wird halt das erstmal aufgedeckt, dann muss man revealen, wie viel Öl jeder geboten hat, dann geht es erstmal um die Reihenfolge, wer als erstes dran ist. Und dann wird gezogen. Der als erstes auf dem Track dran ist, darf alle seine Einheiten ziehen, dann der zweite und. Und diese Reihenfolge ist mega wichtig, weil wenn ihr als zweites dran seid und jemand ist schon in eure Gebiete reingezogen, dann könnt ihr dann nicht mehr regulär rausziehen. Ihr müsst dann genauso viele Einheiten mindestens stehen lassen, wie euer Gegner reingezogen hat. Und das kann euch super viel Planung versauen. Und am Ende, also man macht es halt so, man gibt seinen Plan dem Gegner, der lest dann alles vor und man zieht dann, damit es auch alles regulär passiert. Ja, und dann wird halt sozusagen gewürfelt. Aber auch ein richtig cooles Würfelsystem mit verschiedenen Farben. Man nimmt dann alle seine Einheiten, geht auf so ein extra Kampfboard. Wir haben auf zwei Kampfboards gleichzeitig gekämpft, dass die Gegner irgendwie kämpfen konnten. Gleichzeitig, dass wir gleichzeitig kämpfen konnten, dass das alles ein bisschen schneller geht. Und dann geht es halt darum, ey, was für Gebiete hältst du am Ende der Runde? Weil manche Gebiete produzieren Öl, manche produzieren Eisen, manche produzieren andere Ressourcen. Und am Ende der Runde muss man dann halt gucken, okay, wie viele Ressourcen habe ich, was kann ich jetzt bauen? Kann ich mir da an dem Hafen haue ich mir ein paar Kriegsschiffe raus, da baue ich mir ein paar Panzer und. Und die werden dann aber, halt, bis man wieder dran ist, gebaut, eine komplette Runde. Und beispielsweise das Gebiet wird in der nächsten Runde überrannt von Gegnern, dann gehören dem die Produktion. Das heißt, hast du 5 Panzer im Bau, dann nimmt das Gebiet nächste Runde ein, bap, gehören die Panzer ihm und so. Alles super interessante Entscheidungen, heftiges Game, was aber auch lange dauert. Aber es ist schon echt eigentlich ein geiles Ding. Das von meiner Seite. Uff, ich habe was gehört. Das Wort eigentlich. Ja, Chris hat ja am Anfang schon gesagt, für ihn ist es ein großes Problem gewesen, dass das Ding so lang gedauert hat. Also wir haben gestern 9 Stunden gezockt. Jeder, der schon mal 13 Stunden, 14 Stunden Twilight Imperium gezockt hat, der weiß Bescheid. Aber 9 Stunden, wir haben viel Pause zwischendurch gemacht, wir haben Essen bestellt und so weiter und so fort. Fand ich überhaupt nicht zu lang fürs Game. Man muss wohl bedenken, halt eben, es wäre noch länger gegangen, wenn ihr nicht so dreckig einfach aufgegeben und kapituliert hättet, nachdem Hitler Deutschland gefallen war. Japan wollte weiterkämpfen, nur um das mal kurz festzuhalten. Ja, aber man muss ehrlich sagen, dieses Spiel, ich muss ehrlich sagen, so, ich bin auch gar nicht skeptisch an die Sache rangegangen, weil ich ja auch schon mal erzählt hatte, ich bin großer Access and Allies Freund eigentlich, aber das kann man ja auch nie zocken, weil es ja eine ganze Wochenende bist du dann ja weg und die Downtime ist halt eben wie Hölle. Die Downtime hast du hier nicht, beziehungsweise man kann sie schon sehr gut nutzen, um auch wieder direkt für die nächste Runde so ein bisschen was zu planen, weil das Board halt eben auch doppelseitig ist mit den Commands, dass du schon für die nächste Runde ein bisschen planen kannst. Dieses Spiel macht, ja, was soll ich sagen, die macht nichts falsch. Macht nichts falsch. Ich das überlege gerade einfach, ob ich einfach nur, wenn Chris hat's, ja, bla bla, aber ich denke, $137 sind wieder 100 Euro, dann hast du noch 45 Euro Dingens, dann hast du dir dieses fette Ding gesnackt für kein Geld. Fast die Hälfte. Ne? Ja. Fast die Hälfte. Ja, also... Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich wirklich ganz stark überlegen, weil ich habe keine Ahnung, ob man danach dann immer noch easy-go-lucky da drankommt und so weiter und so fort, ob ich da nicht tatsächlich mich beim Chris nochmal in den Kickstarter-Ding reinhängen, weil ich finde... Hast du ja gestern gehört von dem Kollegen, der hat das ja bestellt, der hat es ja regulär bestellt, was dann von dem Verlag über Jamaika verschifft wurde, ne? So ein Ding ist das. Ja, und das ist halt eben neben Twilight Imperium 3. Edition und Arkham Horror in der 2. Edition ist das eigentlich... Ich habe kein heftiges Kriegsspiel so oder Kriegssimulation und so. Und das Ding ist richtig geil. Also mir hat es gestern ultra heftig Fetz gemacht. Ultra heftig Fetz. Freut mich mega, Alter. Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch ziemlich cool. War auch sehr skeptisch am Anfang, weil ich gedacht habe, boah, geil, jetzt irgendwie 10 Stunden lang Klötzchen hier durch die Gegend schieben. Aber wie Chris das eben auch schon ausführlich gesagt hat, es steckt eine ganze Menge drin. Die Entscheidungen, die man da treffen muss und auch dieses System, wie man seine Züge plant und ist ziemlich geil gemacht. Man muss super viel Sachen bedenken, man muss sich auch absprechen, seine Taktik planen und das hat schon echt, ich meine, das ist wirklich kein, also ich könnte, würde jetzt nicht sagen, boah geil, lass uns jetzt nächstes Wochenende wieder War Room zocken. Also
Das brauche ich jetzt garantiert nicht. Aber, und ich würde es mir auch garantiert nicht holen, wenn ich halt weiß, dass es irgendwo verfügbar ist und man es mal zocken kann. Was die Downtime angeht, sehe ich ein bisschen anders. Also das Ding hat schon heftige Downtime. Aber das Egal, aber du musst gehört für dazu mich. sagen, aber wir hatten auch die übelsten Das. Downtime-Bremsen dabei, die alles zehnmal Ja. diskutieren wollten, Alter. Ich hatte, du weißt Aber. selber, bei mir war immer schon am Ende der Runde, hatte ich schon die Planung für die nächste quasi schon fertig und die anderen wollten es Ja, ja bei nochmal dir, verraten. das kannst du aber auch nicht immer machen, weil du ja auch erst warten musst, bis andere mit ihren Kämpfen oder sonst irgendwie sowas durch sind. Ne? Aber du hast halt, aber es gehört halt in gewisser Weise auch für mich dazu. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm, weil du hast natürlich Phasen, okay, dann überlegt die eine Seite, müssen die ihre Planungen abschließen. So, dann haben alle ihre Züge gemacht, dann werden die Armeen verschoben. So, bist du als erstes dran, werden deine Armeen verschoben und dann kannst du erstmal wieder 10 Minuten Pause machen, weil dann sind die anderen erstmal dran und dann werden von denen die Armeen verschoben und immer geguckt, ist das alles regelgerecht? Dann gibt es noch eine kleine Regeldiskussion, darf jetzt dieser Schiffsverband wirklich da in dieses Feld ziehen, ja oder nein? Aber das gehört halt alles dazu und das muss man halt mögen. Und aber wenn so ein Game halt Bock macht, finde ich das persönlich nicht schlimm, weil dann gehört das halt auch dazu. Diese Ja. Was für mich halt Next Level Shit war, ist einfach, was mir jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht das eine Spiel über das andere heben, aber was mir persönlich zum Beispiel mehr Spaß gemacht hat als jetzt so eine 8-Stunden-Runde Twilight Imperium, dass dieses Team-Based-Zocken, das fand ich geil. Wir kämpfen auf der riesigen Weltkarte, aber irgendwie kämpfen wir auch alle zusammen und müssen uns dann, dass ich mich dann mit Manuel, so, pass auf Manuel, pass auf, der geht jetzt nach Afrika da unten, ich schicke dem noch ein paar Flieger rüber, weil er mit den Panzern Ja. nächste Runde in, nach, was weiß ich, in das Land rein will. Dann hier drüben, was weiß ich, Alter, dann kommen die von der Ostfront, dann brauche ich da auch mal ein bisschen Verteidigung, weil die auch von England rüberkommen und wollen Deutschland einnehmen. Wenn die aber Deutschland einnehmen, dann, weil, und. Dann dazu, wenn ihr viel kämpft und viele Einheiten verliert, dann steigt euer Stress und desto mehr Stress steigt, desto mehr Probleme macht eure Nation. Es gibt so einen Stress-Track. Hinterher ist es so, wenn ihr zu viel Stress habt, verliert ihr jede Runde drei Ressourcen. Dann ist es irgendwann so, wenn ihr zu viel Stress habt, dürft ihr nur noch sechs anstatt neun Züge planen. Wenn ihr dann, ich war irgendwann an dem Punkt, deswegen haben wir auch hinterher kapituliert, weil meine ganze Ökonomie zusammengebrochen ist. Ich habe am Ende gar keine Ressourcen mehr bekommen. Ich habe gar keine Ressourcen mehr bekommen Ja, du kommst da halt auch nicht mehr runter. und war dann an dem Punkt, dass für jeden weiteren Stress meine Einheiten kapituliert haben und ne, desertiert haben, dass die halt quasi den Krieg verlassen haben. So, ich war halt, Deutschland war komplett gebrochen. Japan hat sich gut gehalten, aber Deutschland war komplett gebrochen. Italien war auch schon auf dem Zahnfleisch am Gehen mit viel zu wenig Einheiten. Japan war der Einzige, der so ein Ding am Kacken halten konnte. Aber aus diesem, dass meine Ekonomie zusammengebrochen ist, dass alle bei mir desertieren die nächsten Runden, da wäre ich halt nie wieder rausgekommen, weil ich habe keine Ressourcen mehr bekommen, hätte keine Einheiten mehr produzieren können. Das heißt ja, der Digga war enttäuscht, dass wir kapituliert haben, aber rein rechnerisch gesehen wäre es einfach nicht sinnvoll gewesen, noch 3 Stunden weiter zu spielen, wenn die Wahrscheinlichkeit, das Ding noch zu reißen, niedriger als 15% waren. Also ich Kapitulation ist auch konnte. okay, also kann ich mit leben, gibt es im Krieg auch. Also ich hätte jetzt nicht um das noch einnehmen dürfen und so weiter. Dann, also zum Teamplay, Deutschland, Japan, Italien, so, das konnte man schon gut rumhantieren, weil mit Japan musst du dann eben gucken, dass du in Afrika die Briten halt eben schwächst, damit die nicht einfach übersetzen nach Europa und da wieder von unten mit Druck machen. Dann hat er. Ich habe die USA gespielt, wir hatten ziemlich viele Flottengeflechte im Pazifik. Ich hatte mit den USA natürlich das Problem, ich musste Truppenvorrat produzieren und den halt möglichst mit Geleitkonvois übersetzen nach Großbritannien, weil Chris mit seinen Fliegern Großbritannien komplett nahezu fast zerstört und kurz voreingenommen hatte, bevor ihm dann da bei seiner Operation Seelöwe die ganze Power halt eben ausgegangen ist und der Nachschub dann endlich dann rüberkam und nicht eine fette Nachschublinie, wo die Ja, nur war knapp. divisionsweise entladen hätte werden können, jede Runde. Und ich hatte auch schon, keine Ahnung, 50.000 Marinesoldaten waren nach Japan auf jeden Fall schon unterwegs mit Schwertgeschützen. Ja, ich muss Es sagen, ist also aus halt deutscher schon. Sicht, mach du ruhig. Ja, es ist halt schon auch alles mega thematisch irgendwie, ne? Obwohl es nur diese Plastikklötzchen sind und noch nicht mal irgendwie ansatzweise
dass man da jetzt Einheiten erkennen kann oder so. Es ist trotzdem entstehen einfach diese Spielsituationen, auch wie Chris eben sagte, durch diese Kommunikation untereinander, dass man sich das halt überlegt oder sich auch so ein bisschen gegenseitig stichelt. Wir haben halt die ganze Zeit immer gesagt, so, ja, in zwei Runden ist das Ding durch irgendwie. Ja, ne? Ja. Und so, spätestens in drei Runden ist das gelaufen hier bei euch und so, ne? Und das gehört halt dann auch einfach so ein bisschen dazu. Und das hat wirklich Bock gemacht, dass dann sich zu überlegen, aufzuschreiben und dann diese Phase, funktioniert das alles? Das fand ich halt auch sehr spannend. Wer ist halt, wer darf halt anfangen und kann ich meine Armeen überhaupt noch dahin ziehen, so wie ich mir das gedacht habe? Ne? Oder ist dann doch wieder einer schneller und hat das erkannt, dass ich mit meinen Schiffen dahin will und blockiert mir halt diesen Seeweg? Oder biete ich jetzt all mein Öl, um Erster zu sein, um zu ziehen und die Kontrolle zu haben? Oder biete ich null Öl, verbarrikadiere mich in den Ländern, wo ich bin und sehe einfach zu, dass ich da für nächste Runde noch ein bisschen Panzer und Artillerie produziere. So, dieses, da, man hat so richtige krasse Entscheidungen, die man da treffen muss. Ja. Und ich muss halt sagen, dass, es hat mega Laune gemacht. Ich war als Deutscher halt auch einfach komplett eingekesselt. Das war die ganze Zeit, weil ich gegen die Russen und Engländer am Fighten und dann kam auch immer der Amerikaner auch noch zur Unterstützung und ich, ja, es war einfach hart, es war richtig geil, leider. Vor allen Dingen dieses, du nimmst die Länder ein und hast dann irgendwie neue Ressourcen, die du produzierst. Du siehst alle deine Karten übereinander. Wenn das Land umkämpft ist, drehst du es um, dann, weil es dann irgendwie unter Feuer ist, produzierst du halt weniger Ressourcen und ach, keine Ahnung, ich finde, da ist wirklich, das siehst du, der Typ hat ja auch gesagt, wie viele Jahre er an dem Spiel entwickelt hat und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, was bedeutet es, das ein perfekt gestreamlinedes Spiel zu spielen und das ist jetzt in der Second Edition noch gestreamlineter. Also das ist wirklich ein Game, wo du merkst, da stecken wirklich Jahre an krasser Entwicklung und an Erfahrung drin, weil der Typ ja auch vorher halt Bock haben auf das Thema. Ja, genau. Irgendwie. Ansonsten wird man da keinen Spaß haben. Und ey, gewagte Aussage, ich hatte damit mehr Spaß, als hätten wir eine fette Space-Schlacht gemacht. Ich muss sagen, ich habe schon so lange oder gefühlt noch nie ein richtig fettes Weltkriegs- also in Anführungsstrichen jetzt 4X-Game. Ja, aber du bist dem Thema ja sowieso aber grundsätzlich nicht abgeneigt und hast ja auch immer gesagt, dass das interessiert dich und du hast da Bock drauf und so. Von daher ist es ja schon, also ich glaube, man kann es sogar mit weniger Leuten spielen. Für mich ist das aber echt so ein Ding, ein bis zweimal im Jahr in Vollbesetzung, mega geil. Aber öfter bräuchte ich es jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja, wie gesagt, Digga, ich sag dir ganz im Ernst, Digga, ich weiß nicht, ob du es brauchst, weil ich hab's auch, ne, aber du hast zum Beispiel die Playmat nicht. Du hast zum Beispiel die Playmat nicht, Digga, Alter. Das ist für mich schon nichts wert. Die Playmat, also die Playmat gestern, Alter, die war so krank, Alter. Die, sag ehrlich, die Playmat war nicht ultra krank. Du sagst, ja, du hast halt keinen Tisch, wo es draufpasst. Ich hab hier so zwei fette Platten, die ich drauflegen kann, Alter. Die Playmat, Alter. Vielleicht hol ich mir nur die Playmat, du das Game. Ja, du kannst ja mal runterscrollen, jetzt in der Second Edition oder irgendwo, ich weiß nicht, ob das bei den Stretch Goals war, ist das so ein Double-Sided Board halt, ne? Und ja, wie gesagt, so viel kleiner ist es halt dann auch nicht. Also ich werde mir die Playmat auf gar keinen Fall holen. Ja, verkratzt doch hier auch dann nachher hier immer so, du kennst das doch, Alter, diese, was soll denn diese Dinge. Alter? Ja, da verkratzt schon, Alter, weißt schon, was ist. Aber es ist schon wirklich gutes Ding, machst nichts mit verkehrt und klar, es ist kein Game für hier für den alltäglichen Brettspiel-Abendbrottisch, aber wie Daniel schon sagt, episches Teil, habe ich auf jeden Fall tierisch Bock drauf. Ist auch so ein Ding, was man geil am Digger-Wochenende. Kann ich mir richtig vorstellen, wie ich das mit dem Stolle spiele, weißt du? Ja, aber guck mal, du kannst sogar total episch, könntest du jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde zocken hier, einen Tag, so als Reality-Game, weißt du? Guck mal, machst du auf dem Tabletop-Simulator und machst einen Tag immer, da hat jeder Zeit, seine Runde quasi zu planen und sich mit den anderen abzusprechen. Kannst das ganze Jahr über quasi zocken. Ja, man hat mir auf jeden Fall Laune gemacht und ich war dann am Ende froh, dass ich annimmt, wo wir dann wussten, dass wir diese Runde zocken, dachte ich mir, ah fuck, wäre ich mal nur mit einem Fünfer oder so einem Pledge Manager reingegangen. Aber ja, dann am Ende des Tages war ich dann doch zufrieden mit der Entscheidung, dass ich ganz normal im Pledge Manager drin geblieben bin mit $137 oder was das war. Ja, doch, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat Bock gemacht, ey. Ja, hinterher dann für $200 plus Versand, weil das wird hier in keinem deutschen Brettspielladen liegen. Dann zahlt man dann wahrscheinlich hinterher, was weiß ich, das $100 mehr, weil dann nochmal $30 Versand oder $40 Versand aufkommen. Das ist also schon jetzt snacken, Digga, oder halt nie snacken. Sag Bescheid, wenn der Pledge Manager aufgeht.
Mach So, ich. das, ja, dazu, zu War Room, Leute. Ich, Update 1.0 England. Der Herr Frem, Digga, Alter, gönnt wieder. Vielen Dank, Digga. Was hast du? Update 1.0 für England nach 4 Minuten. Oh, das könnte noch spannend werden. Seltschuk, was ist mit deinem Ding? Ist das so ein Liebhaber-Pick oder was, den du gerne mal vorstellen würdest? Oder war das eher so, dass du dir den heute Nachmittag um 16.20 Uhr ungefähr auch aus dem Arsch gepresst hast? Ich presse mir alle immer nachmittags um 16 Uhr nochmal aus dem Arsch. Aber ich würde eigentlich gerne noch mal kurz reinschauen. Dann schauen wir mal rein. Ich hab mir vorab erstmal hier dieses Epic Spell Wars angeschaut gehabt. Hat mir auch vom Artwork und so weiter cool gefallen gehabt, aber das war für mich so, wo ich weiß, ey, das werde ich mir wahrscheinlich niemals kaufen. Bei dem Spiel ist es eher so, Blood of the Northmen gibt es schon. Du brauchst das Video theoretisch gar nicht abzuspielen, weil es einfach nur ein paar Grafiken zeigt. Deswegen erzähle ich mir nur ein bisschen was über das Spiel. Es ist so, das Spiel gibt es schon auf dem Markt und es wird bei BDG nur mit einer 6,3 oder sowas bewertet. Ist wohl irgendwann mal rausgekommen. Die haben es ein bisschen verkackt. Die haben nur graue Minis reingemacht und die haben das Regelwerk komplett verkackt gehabt. Und dadurch ist es richtig, richtig beschissen bewertet worden und ist auch nicht gut so gut angekommen. Jetzt haben sie doch mal mit einer Erweiterung irgendwie noch mal das Ding auf Kickstarter gebracht. Haben die Minis jetzt diesmal gefärbt. Und worum geht es in dem Spiel? Es ist eine Art Area Control. Man legt Tiles, so Hexagon-Tiles, vor sich aus. Also das heißt, man legt sich sozusagen diese ganze Map vorab immer wieder aus. Und die Seiten, die angedockt werden, die lösen wiederum die Aktion aus. Das heißt zum Beispiel, was weiß ich, lege ich irgendwie Wald an, kann ich Leute spawnen. Lege ich irgendwie den Pfad an, kann ich irgendwie mich zwei Richtungen weiter bewegen. Lege ich, was weiß ich, Berge an oder sowas, kann ich angreifen und so weiter und so fort. Das heißt, die Aktionen werden durch das Anlegen von diesen Hexagon-Tiles erst ausgelöst. Bei der Erweiterung, die hier nochmal gezeigt wird, sind zusätzlich noch diese Katapulte dabei und diese Schiffe dabei und so weiter. Es wird so ein bisschen, noch ein bisschen größer gemacht, das ganze Ding, und noch ein bisschen mehr dazu. Aber so vom Spielprinzip, muss ich ehrlich sagen, hört es sich schon gar nicht so verkehrt an. Weil man kennt es halt, man baut sich normalerweise Area-Control-mäßig immer einfach seine Map auf mit diesen Hexagon-Tiles und danach geht's los. Und dann sagt man, ja, man hat immer asymmetrische Aufbauten, man hat immer dieses, man spielt immer ein bisschen anders, aber bei diesem Spiel ist es ja wirklich so, dass man interaktiv die Map aufbaut und sich über diese Map bewegt. Was ich interessant finde, keine Ahnung, preislich gesehen ist es okay, weil es auch Miniaturen drin hat. Jetzt kommt noch mal so ein kleines Ding, was eigentlich komisch ist, aber sie sagen, dieses Ding wird es nicht auf dem Retailmarkt geben. Das ist jetzt das letzte Mal sozusagen gefühlt, dass es noch mal kommt. Man kann sich auf Kickstarter backen. Man kann sich theoretisch die Core-Box mit den neuen Miniaturen, mit den farbigen Miniaturen und der überarbeiteten Anleitung jetzt gönnen und bekommt es schon im September. 80 Euro ist auch kein Preis, ne? Also du bekommst schon im September, wenn du die Core-Box nimmst, bekommst du schon im September. Mit den Stretch-Codes, die schon alle freigeschaltet sind, schon von der letzten Kampagne, die seht ihr auch jetzt gerade hier, wie das Stefan das sagt. Und wenn man sich aber die Erweiterung dazu nimmt, diese Expansion, muss man halt bis zum, ich glaube, April oder sowas, nächstes Jahr warten. Aber dann bekommt man halt auch das überarbeitete Grundspiel mit der Erweiterung zusammen. Die Erweiterung kostet, glaube ich, in dem 35, also plus Versand. Ja, kostet 35, aber in dem Fall eben 80 im All-Inclusive sozusagen, im All-In. Ist schon alles drin, kein VAT, gar nichts mehr muss man dazu zahlen, ist alles Friendly Shipping. Das heißt, wir zahlen für Deutschland, glaube ich, knapp 20 Euro oder sowas für Shipping noch. Also sind wir schon wieder bei den 100 Euro, wenn wir das Ding mit der Expansion zusammenbacken. Aber ohne Expansion, ich kann es mir halt gut vorstellen, dass man theoretisch die Expansion nicht braucht, um dieses innovative Spielgefühl einfach zu zocken und eine andere Art von Area Control zu haben. Ich weiß es nicht, im Chat, Leute, haut mal raus, wenn einer von euch es schon gespielt hat, aber jetzt nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, die grauen Minis sind scheiße oder das Regelwerk ist scheiße, sondern sagt mal so vom Spielgefühl, falls einer von euch gezockt hat, ist da Potenzial dahinter oder sagt ihr, ey, Digga, das spielst du, das macht überhaupt keinen Spaß?
Weil ich finde, Das es ist echt Artwork ist ein. aber auch brutal hässlich, ne? Ja, Artwork halt, ne? Es ist Ganz im immer, Ernst, immer Hedges, das so ein sieht das, ja, aber Streitpunkt. das. Ja, Brutal aber so. hässlich würde ich jetzt auch nicht sagen, Ja, aber. aber ist das ein Ding, wofür 100 Euro hinlegen willst? Ich glaube, ich bin da raus. Es wäre mir auch zu Brettchen teuer. Ich aneinander finde es legen, auch also um einfach zu dann. teuer. Ja, mit der Mechanismus, den finde ich nicht schlecht. Also da kann, taugt vielleicht sicher irgendwie was. Hat schon irgendwie so ein klein bisschen was. Geht da bestimmt auch ruckzuck, zockt sich das. Aber dafür ein Huni, ey, boah. Ja, ist halt Und ich genau find's auch nicht preislich so gesehen. schön, Digga, Alter. Ich find's einfach auch nicht Ja, so ja, schön. ja, Auch das ja. Cover finde ich voll lost. Also ich hab das Ding wirklich vorhin erst, keine Ahnung, um 18 Uhr oder sowas habe ich es irgendwie nochmal entdeckt, habe gedacht, ey, komm, ich nehme das nochmal mit rein, weil ich es irgendwie interessant finde. Man sieht auch in der Expansion bekommt man noch so einen Team versus Team Modus, was auch ganz cool ist, dass man das dann halt irgendwie Tu und Tu zocken könnte. Aber weißt du, was ich Also sage, ich weiß Seldschuk? nicht. Dann ganz im Ernst, dann für die Kohle lieber bei Scarface drin bleiben. Ja, bei Scarface bin ich sowieso drin. Dann können wir mal ganz kurz rübergehen auf Scarface, Stefan. Oh, muss ich mal. Warte kurz, muss ich suchen? Jetzt wird's lecker, Leute. Ja, Figuren musst du gar nicht bemalen, wenn da waren. Die Figuren sind dann farbig. Die sehen jetzt nur in der Kampagne noch grau aus, aber die sind dann farbig, haben dann alle Spielerfarben drin. Scarface. Ja, Scarface, Leute. Ich bin ja all in drin gewesen. Jetzt kamen die Penner um die Ecke, glücklicherweise, und haben gesagt: Hey, wir haben noch ein bisschen was freigeschaltet und wir gönnen euch noch ein bisschen mehr Plastik als vorher. Muss ich bei den Updates gucken? Ja, geh gerade zu den Updates rein, dann kann man es gleich sehen. Aber kannst auch runterfahren, da sieht man die auch in der Timeline. Runterfahren mit dem Aufzug. Ja, genau. Runterscrollen. Nee, fahr mal in den Updates da weiter runter, dann kannst du es sehen. Sie haben jetzt auch nochmal Component-Updates gemacht, also Upgrades gemacht, Welches besser muss ich gesagt. denn davon nehmen, Digga? Alter, nehme ich Boah, einfach Alter, hier ich flipp gleich aus. Du gehst einfach About-Add-on. auf Geh einfach auf Twitch, die scrollst Seite, auf ist voll runter, Kampagne, Digga. Alter. Ja, aber du hast vorhin Updates nochmal gesagt, Seldschuk. Das heißt, Stefan hat nur das gemacht, was du gesagt hast. War einfach Ach, scheiße runter, dann siehst du ausgesagt. die Upgrades, habe ich gesagt. Nee, geh nochmal auf Updates, das ist egal. Ja, Upgrades, habe Upgrades. ich gesagt, nicht Updates. Enforcer Expansion. Ja, ich glaube, dann geht's hier los, Hoch bei Matze. den Add-ons. Hoch bei den Add-ons ist es. Sind die Addons nicht unter den Stretch Goals? Oben, oben. Hoch. All in. Chicago Pledge. Big Boss. Scroll, scroll, scroll. Da Add-ons. sieht man sie schon. Da sieht man sie schon, genau, ja. Genau. Was sie jetzt nochmal reingepackt haben, sind auf jeden Fall Plastik Money Tokens, was ich richtig, richtig cool finde, dass man jetzt halt keine Scheinchen hat. Und natürlich, bam, jetzt ist die Playmat am Start. Und ganz ehrlich, dann musste ich nochmal einen draufsetzen Nochmal und muss 44 nochmal mehr, jetzt. Alter. Nee, nicht 44 mehr, sondern ich bin jetzt ein Pledge höher gegangen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 174 plus Moneyboy, plus Paperboy. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon bei 182 Seldschuk, drin. Alter. Ist das der. Hast du Seldschuk gekidnappt? Wo ist der richtige Seldschuk? Wieso, Alter? Das Ding sieht einfach nur geil aus, Mann. Ja, das sieht ultra Also kacke ich aus. freue mich richtig, richtig fett drauf, Alter. Das Ding, ich hoffe, 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 dass es so geil ist, wie es am Ende, wie es jetzt gerade aussieht. Und Habe ich nicht, dass richtig es Bock einfach drauf. zu Eurogame-mäßig ist. Ja, dass es einfach nicht eurogemäß ist. Ah, ich Aber glaube schon, ich das habe wird Hoffnung. fett. Ja, Ja, glaube ich auch. auf jeden Fall. Namen Ja. Hogger, Digga, 8 Monate. Vielen Dank, Digga. Und Mockt sich mit das rein. Geile ist halt, ich glaube, Peter hat gesagt, allein schon das Board ist so riesig, dass es kaum auf seinem Tisch passt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie groß wird Uli Playmat, Alter. Der wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen. Ist der Pieten aktuell hier? Kann der Pieten mal sagen, ob das Ding ein Must-Have ist? Nee, Must-Have ist es nicht. Must-Have Aber ist es nicht. für Leute, die auf das Artwork stehen und auf die ganze, ja, auf Thematik stehen, für die ist es wahrscheinlich ein Must-Have. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Ich Ich habe muss es mir aktuell, auf jeden glaube Fall ich, kein kaufen. richtiges Mafia-Game mehr hier. Außer, ein heftiges FSK 18-Ding wie Haut Mob-Ties. mal eins in den Chat, wer überhaupt von euch drin ist. Die zwei könnt ihr Das würde rauslassen. mich Haut auch mal mal eins in den Chat, wer interessieren. drin Ich ist. kann hier oben mal direkt mal Ich gucken. glaube, wo bin ich denn drin? Ich bin, glaube ich, ich bin einfach nur mit dem Pledge Manager Einkauf drin. 11 Leute folgen mir bei Kickstarter, die sind drin auf jeden Fall. Guck mal, da geht einiges. Da Einiges. geht einiges, ja. Nur Pledge Manager. 1-1, 1-1, ja, Digga, da sind richtig viele Leute drin. Ja, Außer Seldschuk sollten sie. ist keiner drin, ne, von uns, ne? Ja. Doch, ich bin mit Pledge Manager drin.
Im Pledgementer bist du drin, oder was? Dann sag auch mal Bescheid, wenn Ja. der nochmal aufgeht, Digga. Das läuft ja Das eh wird noch lecker. 3 Tage, aber ich muss meine Kreditkarte das morgen erstmal klären. Wird auf jeden Fall lecker schmecken, Alter. Freue ich mich richtig drauf. Chris, du noch ein Projekt. Ja, höchstens das, was jetzt ausgeliefert. Also es ist, wir sind gerade super, das Problem ist, es sind gerade super viele Projekte in der Auslieferung. Aber ja, wenn du willst, kannst du nochmal auf ARK drauf gehen und Alter, ich. Ey, Alter, aber keine Ahnung. Ey, irgendwie habe ich mir das nochmal durchgescrollt. Und es sieht einfach so krank gut aus. Ich habe da so Bock drauf. Ich bin so happy, 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 das Ding gebacken zu haben. Keine Ahnung, momentan ist eine Auslieferung. Race to Moskau ist eine Auslieferung. Unsettled ist eine Auslieferung. Das ist eine Auslieferung. Ich glaube, ich muss mal gehen. Und noch irgendwas war eine Auslieferung. Und, ja, nee, Müller, Velocity Vanguard sieht richtig scheiße aus. Habe ich mir angeguckt. Braucht man nicht. Echt nicht, ey. Da kann ich lieber ein paar andere Sachen geben, die sagen, die in die Richtung fallen. Nee, aber ey, ja, keine Ahnung, Alter. Ark, wenn ich mir das mal angucke, das ist halt auch so Area Control, aber es trifft genau diesen abstrakten. Sieht super scheiße Auf aus, diesen ganzen Alter. abstrakten Charakter, auf den ich stehe. Und ich glaube, das wird auch wieder so ein mörderdickes Ding. Ich habe da wirklich so hardcore Bock drauf. Das sieht einfach, wenn du da mal guckst, ey, Alter, was ist das für ein Detail gerade der Minis ist und so und Ja, die du aber auch niemals hier anmalen wirst, von ach, daher werden es immer. niemals, Alter. Digga, Alter. Also, ich sag ehrlich, Alter, das sieht, finde ich finde es, das spricht mich überhaupt nicht an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie dick derbe scheppert, Jetzt Alter. auch tonnenweise Miniaturen sehe ich gerade noch. Ich Ich weiß es nicht. bin mir sicher, dass wenn wir das zocken, Digga, dass du da, dass das dir richtig schmeckt. Und das Bin mir Board, sicher. Chris, ist dann Top-Notch Artwork? Wieso Top-Notch Artwork? Nein, Ich Schatz, frag alles nur. gut. Willst du es vergleichen wegen dem Artwork-Spruch zu deinem Wikinger-Spiel oder Nein, was? ich frag dich gerade, ob du das gut findest. Das ist Ich hab's kein mir. Rant, das ist eine Frage. Ich hab's mir noch nicht Also nah die angeguckt. Map sieht ja ultra Also räudig das aus, heißt, Alter. das Ding ist jetzt schon seit fast 2 Jahren unterwegs, Alter. Du hast es dir noch nicht mal richtig Ich angeschaut. hab mir. Sorry, dass ich mir das Board noch nicht vor die Augen gehalten hab, Digga, aber What the kein. fuck, Alter? Aber Ich. immer, Roy hat ja auch schon im TTS gezockt und mit dem zocke ich auch super viel und unsere Geschmäcker sind eigentlich auch immer deckend. Und er hat dann auch gesagt, das ist halt ein Mega-Ding. Zum Beispiel, ich kann, Und du was ich bist auch denen, mit was wir sagen kann, 220 drin an da, oder Roy, was? genau. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Roy ist da komplett reingegangen, all in, und Roy ist auch wie heißt das Ding, was du gebacken hast? Ihr Kemet all in reingegangen. Es sind beide reingegangen und hat halt sich von Anfang an gesagt, dass er genau weiß, Sehen da beide gleich dass aus. dass eins von beiden auf jeden Fall ausziehen wird. Und aber er hat sich trotzdem beide gebacken und wollte erst beide zocken. Und er hat jetzt, bei ihm ist jetzt zum Beispiel Kemet letzte Woche ausgezogen, weil er sagte, er hat jetzt Kemet gezockt, wir haben das zweimal gezockt. Und es hat dann jedem in der Runde so okay gefallen. Es war halt für keinen so der Riesenhit und er freut sich viel mehr auf Ankh. Und, ne, und deswegen war es dann für mich, ich war nämlich auch erst kurz noch in Kemet drin. Ich habe ja Kemet vorher schon gezockt gehabt, er jetzt erst. Aber ich freue mich einfach mega auf Ankh. Also ich habe da, weil ich stehe generell auf diese schachmäßige Überlegen, wer kann wie laufen, wer macht was noch, was dann noch mit diesem Kartenplay und jeder hat verschiedene Abilities und boah, keine Ahnung, Alter. Also ich habe da, boah. Und griechische Mythologie bin ich eh mega der Fan von. Ich kann nur sagen, dass ich mich auf jeden Fall richtig, ich habe mich selten, also in der Top 3 der Freude auf Ägyptische Kickstarter-Kampagnen, die Mythologie, ausgeliefert werden, ist das auf einmal Chris. auf Platz 3. Chris, aber das ist ägyptische Mythologie. Hab ich ja gesagt. Nee, du hast Nee, griechische nicht gesagt. ganz, aber ist Habe ich griechische okay. Ja, gesagt? moin, Grants, Ja. griechische. So ein Oh, Ding ist sorry. das. Ja, sorry, ey, Aber ja, letztlich moin. scheißegal. Ja, das Ich ist meine wirklich aber auch so. ägyptische, Das also wird ich. Also genau. ich sag mal so, nach Ja, Rising Sun moin. hat es meiner Meinung nach Eric M. Lang nicht geschafft zu überzeugen, auch wenn viele Leute sagen, Rising Sun ist ein cooles Spiel. Mega. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er dieses Mal besser ist als Rising Sun. Also ich glaube, er ist auf einem absteigenden Ast Also er hat mit auf dieser jeden Reihe. Fall, er hat auf Ich jeden glaube, er ist auf einem Fall, absteigenden Ast. er hat auf jeden Fall er hat eine komplett kranke Messlatte gesetzt. Ich sag aber, Ankh wird sich auch schwer mit diesen Games messen können, weil es dafür viel zu abstrakt ist. Die anderen beiden sind halt, eine Blood Rage ist halt so ein Draft Area Control Game gewesen. Rising Sun war ein super elegantes Area Control Game, aber das ist, glaube ich, viel zu abstrakt, um mit den anderen am Ende vergleichbar zu sein. Dafür musst du, glaube ich, um auf Ahnung zu stehen, musst du auch generell ein Faible für abstrakte Spiele haben. Wenn du das nicht hast, wenn du einfach nur auf Area Control Spiele stehst, ne, aber gar nicht Das auf diesen. Ne. Problem ist, guck mal, es gibt Leute, die machen
die machen asymmetrische Spiele und es gibt Leute, die machen asymmetrische Spiele so. Es gibt einmal asymmetrische Spiele wie Chaos in der alten Welt, die sind auf dem Punkt exakt genau aufeinander gebalanced. Und dann gibt es Rising Sun. Und bei Rising Sun ist es so, spielen, lernen, spielen, gucken, spielen, spielen und irgendwann merkst du, Alter, den Clan kannst du nicht gut spielen. Entweder, was weiß ich, der Clan ist scheiße oder irgendwas stimmt hier nicht. Und das Problem, das sehe ich halt bei zum Beispiel einem Kemet eher weniger. Du baust dir die Asymmetrie über das Spiel auf. Du kannst dich an deine Leute anpassen. Du kannst deine ganzen Strategien kannst du sozusagen asymmetrisch ändern. Und das ist bei dem Rising Sun zum Beispiel nicht möglich. Du hast den Clan, du musst den irgendwie so spielen, wie er gespielt wird. Und trotzdem hast du das Gefühl, die sind nicht gebalanced. Ich habe bei Rising Sun, Ein Clan ist angeambalanced aus der Erweiterung, der Fuchs-Clan, glaube ich. Der ist der Einzige, der raussticht. Also ich habe, wie gesagt, auch auf dem Digger-Wochenende ganz, ganz, ganz viel Diskussion über Rising Sun gehabt, weil die Leute halt nicht verstehen, warum ich Rising Sun nicht so mag. Also mir hat das Spiel irgendwie nicht gemundert. Ist auch so ein Ding. Leute, die über unbalanced Games reden, die ein Game zweimal gespielt haben, kannst du halt aber auch nicht ernst nehmen. So, weißt du? Ich meine, man ist schnell mal mit der Unbalance-Karte draußen, wenn man richtig auf die Fresse gekriegt hat und kein Land gesehen hat. Aber keine Ahnung, Alter. Du kennst das selber. So bei manchen, so, ich sag jetzt mal beispielsweise bei irgendwelchen MOBAs oder so, wenn du dann so verschiedene Schwierigkeitsstufen von Helden hast, der Held spielt sich leicht, der Mittel, der schwer, der sehr, sehr schwer. Ja, es ist schon ein Sinn dahinter, weißt du, weil vielleicht sind manche Clans oder manche Fraktionen in anderen Spielen einfach schwerer zu spielen. Aber genau, es ist auch das beste Beispiel auch bei Cthulhu Wars. Da siehst du halt, da musst du halt erstmal blicken und lernen, okay, wie kann ich mit diesem Clan überhaupt gewinnen? Da musst du erstmal eine komplett eigene Taktik und vielleicht komplett anders spielen. Ne, und ja. Ja. Aber also, jetzt kannst du genauso gut sagen, okay, das bei Blood Rage ist die Loki-Taktik komplett unbalanced, Alter, oder wie der heißt, dass du jedes Mal deine eigenen Typen da umbringst und so, weißt du? Die also Taktik gewinnt auch fast immer. Um das mal abzuschließen, ich bin auch sowieso. Die gewinnt bei uns irgendwie nie, Alter. Die Loki-Taktik hat bei uns irgendwie noch nie gewonnen, komischerweise. Ich weiß es nicht. Also habe ich auch schon so oft gehört, dass sie so stark ist. Aber gerade im Chat habe ich es auch nochmal gelesen. Stimmt, Leute, ich habe die Formulierung falsch gewählt, weil ich weiß selber, dass Chaos in der alten Welt von Eric M. Lang ist. Ich habe gesagt, nicht, also ich wollte eigentlich nur die Spiele miteinander vergleichen und nicht die Autoren. Aber stimmt, ja. Chaos in der alten Welt ist auch von Eric M. Lang. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gumpdunk. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als wäre er so ein bisschen auf einem absteigenden Ast, beziehungsweise er ist so ein bisschen auf einem Pfad und er muss wieder zurückfinden. Ein bisschen puristischer werden. Ich finde, er baut so viel Modernität in diese Spiele auf, so, dass du dann, ich weiß nicht, also ich finde... Es ist halt wie mit einer Band, Digga. Du kannst für eine Band, keine Ahnung, 50 Songs rausbringen, dann kann nicht jeder Song Nummer 1 sein. Und dann musst du wieder back to the Basics gehen und sagen, jetzt bin ich wieder zurück, Leute. Das Zeug, was ihr früher geliebt habt, so, ist halt wieder da. Also passt eigentlich zum Bandvergleich. Der Seltschaft stellt sich so klein. Früher waren sie viel geiler und dann machen sie auf einmal... Ich sag gar nichts mehr, doch. Was? Hä? Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich erwische mich selber, alles gut. Ich kann auf jeden sagen, dass ich glaube, für die Leute, die sich arg gesnackt haben, wird das auch, weil, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, glaube ich, auch richtig zünden. Aber ich glaube, arg wird schwer haben, vielleicht irgendwie andere Leute davon von sich zu überzeugen, weil es halt einfach sehr speziell ist. Aber ich hoffe, dass es geil wird, Alter. Noch ein Area-Control-Spiel, immer rein damit. Ich weiß nicht, also Area-Control-Spiele... Aber dann fuckst du dich ab, wenn du dir das hinterher auf dem Second-Markt hier All-In-Snacken willst für deine Boys und dich, dann fuckst du dich ab. Scheiße, dann kannst du 500 Euro hinlegen. Ach, was. Digga, das Spiel wird am Ende wieder keinen interessieren. Es wird am Ende wieder keinen interessieren, weil eBay Kleinanzeigen kannst du es holen. Und ich finde Seljuks romantische Ansicht auch so ein bisschen ganz nice. Der Eric M. Lang in seinem Atelier der Ideen müsste sich nochmal überdenken, wissen Sie, Alter, in Wirklichkeit, Digga, Alter, sitzt der in der Hundetransportbox, weißt du, so eine große, Alter, sitzt bei Cool Mini or Not unter der Treppe. Nein, Alter. Der ist doch raus und, da, Digga. Ja, pass auf, Alter, und die haben einfach nur tun ihm ein bisschen zu wenig Proteinpulver immer rein in seine Shakes, die er jeden Tag bekommt, wenn er wieder neue Brettspiele produzieren muss, Alter. Also Leute, ist ganz, ganz einfache Geschichte, wenn Ankh richtig, richtig geil wird, dann muss es mir halt einer von euch verkaufen. Der gemerkt hat, oh, das ist ja gar kein Spiel für zwei.
Und dann ist die Sache eingeregelt. Also denk dann, ja, dann muss es halt auch erstmal wieder mit diesen ganzen, wie viele Expansions sind da jetzt dabei? Keine Ahnung. Zwei. Also, dann ist halt auch wieder die Frage. Nur zwei, die man nicht spielt. Nur zwei, okay, nur zwei. Genauso der Vergleich, Stefan. Ja, Daniel, aber die 30 Stunden sind auch flott durchgespielt. Ja, Stefan, sag der Richtige, Digga. Ich will nochmal durch, Digga, ich will nochmal ein bisschen drüber gucken. Also, wenn was Gutes ist, Time Stories, du weißt genau, Alter, dann such dich das so weg, Alter, da sind 30 Stunden das nicht. Das war's dann mich, auch ja. schon. Ja, aber ja. dann hat sich die Kohle ja wenigstens auch gelohnt dann. Was soll ich hier nochmal durchscrollen durch den Schmutz? Ich sehe die ganze Plastik. Oh, nein. Plastik. Okay, alles gut. Hier siehst du das Gameboard nochmal. Ich kann es dir nochmal ein bisschen ran. Ah, zeig mal das Gameboard, dann hat es mal gesehen. Ich zoome es ihm mal ran an sein Auge. Moment, warte mal. Guck mal ran. Ja, ich zoome es dir mal so ran. Wie sieht's aus? Und geil. $220 für bezahlt. Ja, ich hoffe nur, dass das genug Platz ist für Miniaturen. Ich weiß noch nicht, wie viel auf einem Platz können. Also Euphrat und Tigris Gameboard sieht ungefähr genauso aus. Es muss schon groß sein für die ganzen Miniaturen, ne, wenn man die da unterkriegen froh, will. Zu haben. Also das kann mir keiner malig reden. Alles gut. Ich finde das Highlight sind diese Kamele hier. Das Highlight sind diese Kamele. Alter, die Kamele sind doch auch bei hier durch die Wüste von Rainer Knizia. Vielleicht kannst du mal aus gehabt, diesem Board durch die Wüste langweilig. Stehen. Ist aber langweilig durch die Vielleicht Wüste. Könntest du eventuell für mich nur 30 Kamele oder sagen wir 120 Kamele für Marco Polo mitbecken. Das wäre noch eine Idee. Ja, Digga, dann kaufst du ja einen durch die Wüste, das kostet 5 Euro, Alter. Hast du Kamele bis zum Ende deines Lebens, Alter. Komm, aber jetzt kann ich jetzt auch endlich mal hier, Leute. Ich wollte auch mal was sagen. Ich habe auf jeden Fall auch nichts Vernünftiges gefunden, weil halt eben nur Schmutz unterwegs gewesen ist und habe dann auch mal gedacht, ich habe ein Spiel genommen, was tatsächlich jetzt hier bei mir steht. Ich würde mir das Video gerne mal angucken, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe und dieses Spiel ausziehen wird. Aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern es wird ausziehen, weil ich so heftig viel Bock drauf habe, dass ich mir auf jeden Fall in einer anderen Edition zulegen werde. Hier ist nochmal wieder ein klassischer Fall von Kickstarter. Ja, damals, ja, ziehst du dir, kommt eh nie in Retail und dann ändert sich die ganze Sache. Ich habe nämlich hier, ihr seht es hier oben, wie ist deine Meinung zu diesem Projekt? Bisher sieht alles gut aus, meine lieben Freunde. Vielen Dank für mein Feedback. München Chronicles ist auf Drunagor Age of Darkness drin gewesen und das ganze Ding kommt bei Frosted Games auf Deutsch tatsächlich nur. Da habe ich den Bänden nochmal gratuliert zu diesem Ding, weil das ist, ich habe mir bisher nur das ganze Regelheft durchgelesen, habe mir ein Video dazu geguckt. Digga, das ganze Ding, wenn man schon mal einen Dungeon Crawler irgendeinen scheißegal gezockt hat, funktioniert das alles so super intuitiv und für die Leute, die damals das Spiel verpasst haben, würde ich jetzt einfach gerne nochmal den Trailer mir mit euch hier einmal reinziehen, weil der ist nämlich gut gemacht und zeigt euch eigentlich alles, was das Spiel kann und dann gehen wir hier unten nochmal durch das Zeug durch und besprechen das mal ganz kurz. Nur auf schnell, Leute. Geht's hier ab? Geht nicht los hier oder was? Play. A time when people lived prosperous and peaceful lives. But now, magic is back and brought the shadows to us. The land burns, monsters run freely, and people are suffering. Everything is falling apart, and we don't know what to do. The world desperately needs heroes to face this great evil. And protect us all from the upcoming Age of Darkness. Chronicles of Drunagor is a dark fantasy board game for 1 to 5 players. Heroes will struggle to survive the monsters and the darkness. Start by choosing your heroes and their dungeon roles. Each will have a specific class and function in combat. Heroes have synergies and high interaction between them. Position the map as indicated in the mission. The 3D aspect of the map will enable a very immersive view of the dungeon. Now position the heroes and find out what dangers await. Behind the doors contains the dangers that will appear in the next room and are positioned randomly. So you will never know what the heroes expect, and each game will be different. Manage your resources well. In order to perform the powerful attacks,
the hero will have to expend cubes of the energy corresponding to it. When they are all used, you can recover them, but two of your skills will be locked with cubes of corruption. Be careful not to gather too many and be completely corrupted by darkness. By defeating the monsters, the team will evolve, unlocking new skills, getting level up, and important improvements. Choose your powers wisely, because they will be very important to your success. There are powerful monsters ready to use their devastating powers. But that's not all. In the dungeons, there are several places that allow you to interact with the environment and discover the secrets they keep. Sometimes very useful for heroes, sometimes dangerous. Be quick. Each round, the darkness will be chasing heroes, ready to corrupt their souls and make them their slaves. You can play the adventures as standalone or in an epic campaign, with an immersive story and a camp between quests where you can buy equipment and recover skills and HP. Chronicles of Druenagor comes with over 40 immersive hours of gameplay and dozens of highly detailed miniatures. Some others, unbelievable dangers await the heroes. Can you survive it and save the world? Back us now on Kickstarter. Also jeder, der Bock hat, kann es sich nicht mehr backen, weil das ganze Ding ja schon quasi vorbei ist. Aber ihr seht, das hat mich damals schon begeistert. Und wenn das ganze Ding jetzt auf Deutsch nochmal kommt, dann fällt sich das raus. Dann wird es für mich auch ein Safer All-In mit den ganzen Dingern. Hier bringt das Grundspiel auch über also 40 Stunden schon. Da haben wir direkt mal den Vergleich zu dem anderen, dass es ja auch 30 gebracht hat. Also ein ganz normaler Grundspielumfang für so ein Geschichten-Erzählspiel, Dungeon-Crawl-Dingens irgendwie mit den Cubes. Das finde ich irgendwie ganz cool gelöst. Und einfach ein richtig, richtig, richtig sweetes Teil halt eben. Ich glaube nicht, dass wir da bei der deutschen Version die ganzen Kickstarter-Exclusives sehen werden, aber da müssen wir halt eben noch abwarten. Ich weiß es nicht, ich habe das Interview nicht gesehen, ob der Ben dazu irgendwie was gesagt hat oder insgesamt. Ich hatte ihn gefragt, so kommen denn auch die Add-ons, und da hat er gesagt, Digga, kennst mich doch, wenn, dann will ich immer alles haben. Und ja, das könnt ihr euch dann mal hier wahrscheinlich in Euro auf diesen Preis hier quasi mal so ein bisschen einstellen oder was. Ich habe keine Ahnung, was es hier all in gekostet hatte. Ich bin nur mit dem Hero Pledge drin gewesen, habe mich jetzt im Nachhinein, habe ich mich aber ein bisschen geärgert. Aber ich habe auch diese Hero Trays und Player Trays, die müsste ich eigentlich auch haben. Muss ich nochmal in mein Ding reingucken. Die habe ich mir auf jeden Fall zusätzlich auch noch gesnackt. Die müsste ich auch irgendwo haben. Aber die habe ich noch nie gesehen, Digga. Aber die habe ich, muss ich auf jeden Fall im Nachhinein, im Pledge Manager habe ich noch dazu getan. Naja. Richtig, richtig Bock auf jeden Fall drauf. Und ich glaube auch, dass sich das verhältnismäßig locker zocken lassen könnte mit den Türen. Das finde ich irgendwie ganz gut gelöst. Und ich mag ja auch so hier die so Choose Your Own Path Dinger da, keine Ahnung, da mal den Helm reingucken, da mal am Schwert ziehen, irgendwelche Dinger und dann so ein kleines bisschen Text noch vorlesen. Das gefällt mir immer so sehr gut. Und dementsprechend, ja, freue ich mich auf jeden Fall da für die deutsche Übersetzung, weil ich finde, der Dungeon Crawl Markt, also im Fantasy-Bereich, da ist ja nichts los, Digga. Da gibt's keine, also gefühlt irgendwie keine richtig guten Spiele mehr. Descent halt eben, ja gut, hat erste Edition Schwächen, hat eine zweiten Schwächen. Dann Sword, ja, ist einfach zu lightweight, ist viel zu lightweight einfach nur und einfach nur minimäßig komplett überladen. Dann Sword and Sorcery, was viel zu klein und zu kleinteilig und zu fummelig ist, was natürlich auch ein richtig geiles Game ist, aber es ist halt eben mit 50.000 kleinen extra Zusatzregeln für sämtliche Fälle und so weiter. Und da glaube ich, dass Chronicles of Druenagor auch vielleicht nochmal ein Game ist, was vielleicht auch im deutschsprachigen Markt dann vielleicht nochmal mehr Interesse für dieses Genre wecken könnte, vielleicht halt eben so, ne? So, mein Mass of Darkness habe ich natürlich rausgeschrottet. Das habe ich fast, Peter hat es, glaube ich, gekauft, Digga, müsste auch im Chat sein. War auch nie gezockt, ne? Haben wir was mit Mass of Darkness? Ja, wollte ich erst fertig bemalen und dann habe ich auch, komm, da zockst du doch eh niemals und dann sage ich das Zeug, dann habe ich das halt eben dann auch rausgeschrubbelt. Folklore hast du auch vergessen. Folklore, ja, ist auch alt Englisch. Kannst du dich in den Vergleich quasi mit reinnehmen, auch viel Text, viel Englisch, viel Story und so weiter. Lustigerweise, ich muss irgendwie niesen, wartet. Danke. So,
Ja, sieht schon lecker aus. Das ist natürlich auch richtig viel Zeug und ein ordentlicher Preis dafür, ne? Aber ja, hätte ich schon auch Bock drauf. Ja. Wenn wir nochmal kurz vielleicht über Midara beispielsweise, das ist auch komplett Englisch, Alter. Nicht, dass ich, da befürchte ich auch, dass es das geilste Spiel aller Zeiten ist und ich es niemals spielen werde, irgendwie aktuell. Aber weißt du, Bredel voll am Provozieren, Midara schon her. Durch? Fragezeichen. Midara schon durch. Ich warte schon auf die zweite Kiste, die erste habe ich schon durch. Und ja. Mal schauen, Leute. Mal schauen, wie sich das quasi alles da noch entwickelt. Ganz lustig, das Telefonat mit dem Ben, der hat mich quasi angerufen, also Benjamin Schönreiter natürlich, der andere ruft mich nicht an. Auf jeden Fall rief er mich quasi an und sagte, ich muss mal mit dir sprechen. Und ich denke, oh Gott, was will er mit mir besprechen? Und wollte dann meine Meinung zu eurem Stimmungsbild haben, zum Rainbow Six für eine Lokalisierung halt eben und das ganze Ding in Retail irgendwie zu bringen. Ob ich der Meinung wäre, dass es nach dem Kickstarter noch genug Käuferschaft geben würde, dass ich das lohnen würde, ein Rainbow Six auf Deutsch zu lokalisieren, zumal bei Mystic, die haben ja ihre Geschäftspolitik, die geben ja ihre Kickstarter-Exclusives nicht raus, das heißt, alle Kickstarter-Exclusives wären nicht dabei, es wäre halt eben das Grundspiel und es wären alle Operator-Packs. Was ist eure Meinung dazu? Wie textlastig ist das? Bei 900, ja, eure, also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Leute können gerne ihre Meinung schreiben. Es gibt insgesamt 900 deutsche Kickstarter-Bäcker. Ich habe keine Ahnung, wie viel davon mit einem Euro nur drin sind. Die, ne? Ja, ich zum Beispiel. Ja, das ist auf Deutsch angekündigt, Digga. Aber dann suchen die sich jemanden, der es auf Deutsch übersetzt. Mystic verkauft ja nichts im Retail. Hat noch nie im Retail irgendwas quasi verkauft. So, das wäre quasi zum ersten Mal das, was in Retail geht. Und das heißt, du musst ja natürlich dann einen anderen Partner suchen, anstatt das irgendwo nur jemanden zu geben, der es übersetzen darf. Sondern auch jemandem geben, der übersetzt es dann und darf es dann zeitgleich dann vielleicht auch noch vertreiben halt eben. Und dann denke ich. Also, ich bin so überzeugt von dem Ding, dass ich. Auf Deutsch dass ich einfach safe, dass ich safe davon überzeugt bin, dass sich das lohnen würde, halt, weil das so ein Ding ist, was hinterher viele Leute durch sein Gameplay überzeugen wird. Dass viele Leute vielleicht nicht reingegangen bin auf der, weil es auch so etwas abstrakt ist mit Schachtuhr und Echtzeiten, viele Leute sich nichts darunter vorstellen können. Aber ich denke, das Game wird bei Board Game Geek hinterher so krass mit den Bewertungen durch die Decke gehen, dass dann hinterher ganz viele andere Leute auch noch Bock darauf kriegen und also ich sage das, vor allem ist es auch nicht so viel Übersetzungsarbeit, weil es nicht so viel Sprache ist. Also ich. Ja, aber gerade deswegen, meinst du nicht, dass das Gameplay da eigentlich so im Vordergrund, er steht jetzt als die Entscheidung, ob es jetzt auf Englisch oder, ja, oder auf Deutsch ist? Ja, Digga, der Safe würde ich auf Deutsch, würde ich Deutsche nehmen, wenn würde ich, also warum denn nicht? In der Englische, ja? Im Nachhinein, wenn der Deutsche da wäre als Deutscher, nimmst du ihn ja. Ja gut, okay, ich finde, das stimmt. Was ja. Ich problematisch finde, sind 900 deutsche Bäcker drin, so. Der Brettspielmarkt, sag ich jetzt mal, in Deutschland für Kickstarter-Projekte ist ja verhältnismäßig klein. Ist immer, wenn jetzt 900 Leute aus Deutschland da in diesen Kickstarter mit reingehen und sich das Game holen würden. Wie viele Leute bleiben dann noch über? Ihr habt's mitbekommen, Chat, ihr seid ja alle live dabei gewesen. Reines Zweispielerspiel, ist mit einer App, ist mir raus. Was, mit so 1000 Add-ons, viel zu viel graue Minis. Ah, nee, weiß ich nicht. Und dann auch noch mit Zeitdruck und so weiter und so fort. Es gab ja viele Punkte, wo die Leute dann nicht reingegangen sind. Diese Punkte werden sie ja höchstwahrscheinlich auch nicht revidieren, wenn das für die Ausschlusskriterien für das Game gewesen sind, denke ich mir. Ich habe dem Ben aber gesagt, eigentlich, also du hast da natürlich ein richtig, richtig, richtig fettes Game. Ich habe keine Ahnung, wie viel im Brettspielbereich abzuholen ist. Ich habe dem aber gesagt, Digga, Alter, du musst Fettkohle in die Hand nehmen. Und dann besorgst du dir mal ein paar richtig coole Leute wie den Siegesmund und machst mal ein paar richtig geile Let's Plays und trittst mal an so einen Gronkh heran oder so halt eben. Oder irgendwelche Leute, es gibt da die übelsten Big Player. Rainbow Six Siege ist absolute Turnierszene weltweit, Millionen von Spielern irgendwie, die gar keine Ahnung haben, dass es Brettspiele gibt so. Aber wenn du die Leute erreichen würdest, die Computerspieler erreichen, wie viele Leute würden sich denn bitte eiskalten Rainbow Six holen, was 150 Euro vielleicht kostet. Alleine, weil sie Bock drauf haben, das mal ausprobieren wollen, würden sie sich das Ding vielleicht halt eben zocken. Ich glaube, der Brettspielmarkt ist mit 900 Kickstarter-Bäckern ziemlich abgegrast. Da könnte ich mir nicht vorstellen, dass da ultra viele Leute halt eben rausschippern. Rechne mal, wie viele Besucher jedes Jahr allein das Spiel hat. Und dann bist du mit 900 deutschen Bäckern, da redest du dann, also abgegrast ist da noch lange. Ja, noch die Sache ist einfach Rainbow Six. Aber ist ohne Kickstarter Thema. Es ist kein Aeon's End, wie jetzt, das sag ich mal, ein generisches Fantasy-Thema ist, sondern es ist ein Rainbow Six. Man
weiß sofort, es hat was mit irgendwas mit Computerspielen zu tun, wenn man mal irgendwie was davon gehört hat oder man mal ganz gut googelt. Wie es der Stefan schon gesagt hat, perfekt ausformuliert. Wenn du die richtigen Werbemaßnahmen triffst, dann triffst du auch die Gaming-Industrie im digitalen Bereich. Jetzt muss sich aber der Ben einschalten als super Regelwerk-Streamline-Experte und muss das Ding auch so konzipieren, dass es einen Einsteigermodus gibt zum Beispiel. Das wird ja geben. Aber ich meine so einen Einsteigermodus für Einsteiger im Brettspielbereich und nicht ein Einsteigermodus für einen Brettspieler. Glaub mir, ja. Das gibt es bestimmt nicht. Also ein Einsteigermodus für einen Brettspieler ist was anderes wie ein Einsteigermodus für einen Einsteiger im Brettspielbereich. Deswegen, aber noch mehr vereinfachen kannst du nicht als Einsteigermodus. Wie hieß denn das? Ja, du meinst halt damit, dass um dann noch mehr die Leute reinzuziehen, die bisher halt nur vor einem Rechner gesessen haben und dann um denen halt auch Bock auf das Brettspiel zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, so wie Chris das halt auch gesagt hat und auch erklärt hat, dass das Spiel schon relativ eingänglich ist und die Frage ist, nimmt man da wieder dann Sachen raus, die vielleicht genau auch dazu beitragen, dass du dieses Rainbow Six Feeling hast. Noch mehr kannst du nicht rausnehmen. Ist es dann nicht eher kontraproduktiv? Der Einsteigermodus, der ist nämlich so, dass du nur mit Rekruten spielst, die alle keine Spezialgadgets haben. Und sonst hast du das ganz normale Game. Ja, aber als passionierter Rainbow Six Zocker will ich doch gerade Spezialfähigkeiten. Ja, natürlich, ja, aber es geht ja darum, dass die Leute jetzt nicht auch noch mit verschiedenen Gadgets überfordert sind und so. Ja, klar. Weil jedes Gadget hat sozusagen eine extra Regel oben drauf. Aber mehr als den Rekrutenmodus noch mehr vereinfachen kannst du es halt nicht. Aber es gibt sicherlich noch einen nicht unerheblichen Markt außerhalb der Kickstarter-Bubble. Also das auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher. Ich denke mir einfach, wenn du das halt siehst, wenn einer, was weiß ich, beim Kaufland oder im Kaufland sag ich schon hier, beim Kaufhof oder beim Müller oder was auch immer sich ein Spiel kauft und das Ding hat mehr als 3 Seiten Anleitung, dann geht's schon los. Dann heißt es schon für die Leute Arbeit. Und wenn du halt einen hast, der nur Videospiele spielt, aber sich überhaupt nicht mit dem analogen Bereich irgendwie auseinandergesetzt hat. Und der ja, aber falsch, sind ja auch nicht hab's dumm. Auch vorhin, nein, aber Chris, du hast es ja schon gesehen, guck mal. Erkan und Stefan zeigen uns letztens ihre Spiele. Es waren nur Ableger von Monopoly und allem Möglichen. Das heißt nicht, dass sie sich da nicht einarbeiten wollen. Das ist aber das Ding, was die Leute kennen. Und diese Spiele haben halt nur 2 Seiten Anleitung. Mehr haben die nicht. Und wenn es ein Rainbow Six oder ein Videospieler sagt, oh geil, ein Rainbow Six Spiel, packt das Ding aus, packt die Minis hier auf die Seite und nimmt sich die Regelheften in die Hand. Aber du vergisst was. Dann kannst schon anfangen. Pass auf, das Ding ist halt, dass ich sehe es ja an dem Bassisten aus meiner Band. Ob die Leute spielen, ist doch scheißegal am Ende. Ja, ich wollte gerade sagen, der Bassist aus meiner Band, der wollte halt auch, als er dann bei mir gesehen hat, es gibt Bloodborne, das Boardgame, der wollte das Ding auch all-in haben, aber der wird das niemals zocken, der wird es einfach haben. Es ist egal, ob die Leute das zocken, du musst es nur an die Leute hier einmal verkaufen. Was machst du, Digga, Alter? Keine Ahnung, dann nimmst du mal ordentlich was Kohle in die Hand, dann machst du mal 3 Monate, machst du bei der GameStar und bei PC Games auf der Website, Dinger, lässt du Banner schalten, Alter, die haben dann Traffic jeden Tag, Alter, ultra krank. Und wenn die dann mit einem Rainbow Six Boardgame dazugehämmert werden, Alter, die geben 100 Euro für oder 150 Euro für Skins im Monat aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Übrigens, stell mal, auch der Sekundärmarkt danach überflutet wird, ist auch kein geiles Gefühl. Ja, gut, das mag sein halt eben, aber dann die Kohle hast du ja dann. Kann dir aber scheißegal halt, sein, wenn du die Kohle eingefahren hast. Eingenommen so. Aber was auch noch sehr interessant ist, habe ich auch mit dem Smiller darüber gesprochen. Er sagt, also seine Theorie ist, du bekommst das Game kostenlos, wenn du es kaufst. Weil die exklusiven Rainbow Operator Skins, wenn du dieses Boardgame kaufst, die kurz für die Skins, Alter, die kannst du dann für so viel Kohle verkaufen, weil das exklusiv sind, halt eben das ganze Ding halt eben so viel gezockt wird, dass du zumindest nachher die Kohle auf deinem Steam-Konto wieder drauf hast, was du für das Boardgame ausgegeben hast, indem du die Skins einfach bei Steam im Steam-Marketplace an die Leute quasi verkaufst. Was hat er da letztens noch gezeigt? Er hat da sich für 260 Euro oder was, oder 160 Euro einen Skin einfach nur für so ein M4 bei hier Modern in the War. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So, dann könntest du zumindest dann wieder reinvestieren in digitale Sachen. Nicht in Bargeld, aber ja gut. Ja. Aber, mal schauen, wie da die Überlegungen sind. Das waren nur meine Überlegungen halt eben dazu, dass man auf jeden Fall den Gaming-Bereich erschließen muss. Da werden voll viele Leute, die kommen. Guckt ihr das an, was weiß ich. Oh, da steht Simpsons drauf, das kaufe ich, keine Ahnung. Und das sind da 50.000 Leute, die hier bestimmt auch ein Rainbow Six Boardgame geil finden würden, die aber gar nicht wissen, dass es sowas Cooles gibt.
Ja, muss aber auf jeden Fall das Cover für den normalen Retail-Markt geändert werden, weil anhand von der 6 weiß nicht jeder, dass es ein Rainbow Six Spiel ist. Also da muss schon ein bisschen mehr Artwork rein in das Cover, weil das ist zu pur. Das erkennst du nicht, wenn du beim Vorbeilaufen, dass es ein Rainbow Six Spiel ist. Ja, mal schauen. Was natürlich richtig geil wäre für die Leute, die erstmal nur vorsichtig reingegangen sind und holen sich dann nur das Grundspiel, wenn dann tatsächlich für ein paar Euro mehr dann irgendwann dir die Operator-Packs nachkaufen könntest. Du hast mal Bock, jetzt nochmal einen neuen Operator zu ziehen, dann holst du dir da mal ein Pack, dann holst du mir da ein Pack und so weiter. Für die, die jetzt gerade nicht Bock haben, da so richtig alles all in halt Der eben müsste rein ein zu können. Booster-Pack-mäßig rausbringen, so Sammelbox-mäßig, dass du dir wie so eine Loot-Chest kaufen kannst, da ist ein zufälliger Operator drin mit dem einen Ja, Kram. Sowas. TCG-mäßig gleich, Alter. Ja, Da kannst das, du cool mitmachen. das auf jeden Fall zu Rainbow Six, Digga. Ja. So, jetzt haben wir Okay. quasi doch irgendwie heute nur bisher über, ich schreibe mal jede Szene um, aber doch nur über Dinge jetzt gelabert. Über Ja, Kickstarter. du kannst auf jeden Fall die Folge damit schließen. Dann sind wir durch, halt eben quasi, für heute Ja, halt so eben. ein Ding ist das. So ein Ding. Moderieren wir erstmal offiziell hier ab, Leute. Besten Dank fürs Reinschalten. Alle 2 Wochen Kickstarter Talk, Sonntagabend 20:15 Uhr auf twitch.tv mplprn. Und ja, ich bin der Digger, das war der Daniel, der Seldschuk, der Chris und ja, ihr seid die Geilsten. Bis dann, Leute. See Auf jeden ya! Fall, schönen Abend noch. Haut rein. Ciao, ciao. Peace.